Und so, ja, schnell, in Anführungsstrichen. Ja, herzlich willkommen zu Games Live am Freitag um, für die, die gerade live auf Twitch zugucken, um 21.40 Uhr. Ja, ich hätte gedacht, es wird noch später, aber es ist nur 20 vor 10 geworden, meine Lieben. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, Stream-Information hat sich alles umgestellt. Ja, hat sich umgestellt. Und, meine Lieben, ja, Games Live fängt später an. Für die, die wahrscheinlich sich so fragen, warum hat es denn später angefangen, Wadi? Was hast du angestellt? Für die, die jetzt wahrscheinlich nicht mit dabei waren, wir haben gerade mal, ich und der Chat, haben die THQ Nordic Showcase uns angeguckt. Es waren so interessante Spiele dabei, ja. Selbstverständlich. Was natürlich auch sehr interessant war, ist, dass ich sie mir länger vorgestellt habe. Kann wahrscheinlich sein, die letzte Showcase von THQ, die ich auch geguckt habe, ist auch schon etwas länger her. Ne? Mir kommt manchmal auch so vor, dass eine Nintendo Direct oder eine Xbox Showcase oder PlayStation irgendwie gefühlt länger sind als eigentlich. Kommt mir öfters mal so vor. Öfters mal. Also in den seltensten Fällen, was soll's. Ja, heute wäre ja eigentlich ganz was anderes dran gewesen. Ne? Ursprünglich im Wochenplan steht ja, wer wird Millionär? Ne? Nachdem ja die 100 Millionen im Euro-Jackpot und die 1, keine Ahnung wie viel Milliarden Dollar im bei denen im Lotto geknackt wurden, habe ich mir gedacht, komm, dann versuch's mal wieder virtueller Millionär zu werden. Klappt ja doch manchmal irgendwie. Manchmal aber auch nur mit ein bisschen Hilfe. Und das hat sich jetzt alles geändert. Daher, dass ja am Mittwoch Pokémon Stadium 2 gespielt wurde, habe ich mir gedacht, gut, wandert es Pokémon Schwarz 2, was ja normalerweise so im wöchentlichen Wechsel mit Pokémon Let's Go Pikachu ja immer mittwochs läuft, im wöchentlichen Wechsel, heute am Freitag. Ne? Es wird sowieso ablaufen, daher, dass ich weiß, dass ich nächstes Wochenende nochmal am Samstag streamen werde. Jetzt nicht das, was jetzt kommen wird, sondern das da drauf. Wird nämlich eins für diese beiden Spiele missbraucht. Weil ich habe es ja schon mal einmal zum Eingang ja gesagt. Es wird ja so ablaufen, dass guck mal, ich habe schön da für nächsten Samstag ein anderes Spiel eingetragen. Naja, ist auch doof. Ich habe ja auch schön erwähnt, dass dass ja die beiden Spiele ja eigentlich als Puffer ja galten für das DLC von Pokémon Karmesin und Purpur. Und jetzt sind es fast noch 4 Wochen, bis Teil 1 des DLCs rauskommt. Also, ich glaube nicht, dass wir es heute Abend schaffen werden, Pokémon Schwarz 2 durchzuspielen. Braucht auch nicht von mir zu hoffen, dass ich es irgendwie mache. Ich würde es natürlich häufiger jetzt wahrscheinlich im Programm haben, wird dann aber wahrscheinlich neben Karmesin dann auch noch weiterlaufen. Es wird ja sowas mal, ja gut, in diesem Monat gibt es keinen 12-Stunden-Stream mehr. 15-Stunden-Stream war jetzt vergangenes Wochenende. Und ich muss ja jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich meinen Schlafrhythmus wieder reinkriege. Den ich mir lustigerweise letzte Woche aufgebaut habe und dann auf einmal ja 15-Stunden-Stream. Oh, es ist 6:30 morgens, könntest du mal ins Bett gehen, Wadi, so ungefähr, ne? Das war am Sonntagmorgen, aber was soll's. Ja, das gibt's heute. Und bevor ich gleich wieder vergesse, das Games Live Intro raus gleich nochmal zu starten, wenn wir in diese Dinge zurückkehren, würde ich dann jetzt auch mal rübergehen, nämlich zum Spiel, damit wir nicht so lange, ich würde mal sagen, herumsitzen und nichts tun. Und zack, hört ihr schon das Spiel. Das Lustige ist, ich muss es mal noch ein bisschen leiser machen. Vor allem von meiner Seite aus, weil es brüllt mir nämlich ins Ohr. Und euch hat es wahrscheinlich auch ins Ohr gebrüllt. Ich habe es nämlich gesehen, wie weit es nämlich ging. Wo haben wir Sound-Settings? Da haben wir es. Ich habe schon auf 30 runtergesetzt. Oh mein Gott, ja komm, dann machen wir jetzt 23, okay. So, ich glaube, das ist jetzt etwas angenehmer. Wenn nicht, dann muss ich ja wahrscheinlich mal hier auf 8 runtersetzen. Ups. So, nochmal hier mal auf 35. Das müsste wahrscheinlich, also der Chat müsste mir halt mal antworten, ob das natürlich so gut geht. Ab heute spiele ich aber auch wieder mit meinem, es ist zwar laut, aber nicht schlimm, okay. Wieder mit meinem Xbox Gamepad, denn der Herr hier hat sich heute mal einfach mal einen neuen Switch-Controller bestellt. Ich weiß nicht, ob er auch für den PC geht, weil es ist trotzdem noch ein Drittanbieter. Das Problem ist halt an diesem Controller hier, die A-Taste. Wisst ihr, ich drücke schon drauf, die A-Taste, wie ihr sehen könnt. Ne? Ist reingedrückt. Ja. Das ist halt der Mechanismus, der halt klemmt. Alles andere ist in Ordnung. Das Problem ist, ich habe den schon mal einmal aufgemacht. Den schönen Controller. Ich finde den auch sehr schön und alles. Das Problem ist aber, ich komme halt nicht an da dran, um zum Beispiel das Ding hier rauszunehmen, es vielleicht irgendwie Dingens zu machen.
Weil nämlich, ihr seht ja diese beiden Schrauben hier oben, diese beiden Löcher hier, ne? Ich kann es mal, diese beiden hier, die sind nämlich, die halten mich nämlich dafür auf. Ich müsste also Sekundenkleber mir erstmal kaufen. Erstmal müsste ich mir mal wieder kleinen Kreuzschraubenzieher kaufen, holen. Und dann könnte ich das halt machen. Das Problem ist halt, ich müsste es dann mit Sekundenkleber und wer weiß, ob es halten wird. Weil wenn es dann nicht hält und ich repariere es quasi, ist alles für den Arsch, ja. Und da jetzt halt immer auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas drauf zu schmieren, das nervt mich halt auch. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, für meine Switch hole ich mir einen neuen Controller. Ich habe zumindest Glück gehabt, dass einige im Sale sind bei Amazon. Den Original natürlich nicht, weil ich keine 65 Euro, 70 Euro für den Pro-Controller. Sonst würde ich es machen. Sonst würde ich mir wirklich einen Pro-Controller holen. Aber nun gut, dafür muss ich jetzt für andere Spiele wie zum Beispiel Pokémon Schwarz 2 den hier benutzen. Auf was ich aber nachher suche bin, ist aber ein längeres USB-C-Kabel. Dabei stellen sie ja alle auf Micro-USB um. Ich will aber USB. Micro-USB ist, glaube ich, jetzt der Standard. Oder ist es USB-C? Ich komme damit immer noch nicht klar. Ich weiß, wie sie aussehen. Das hier ist ja jetzt der Standard. Das ist ja jetzt, soll jetzt Standard werden. Ne? Und ich würde es jetzt ungern rausziehen. Das, was jetzt drin ist, auch an meinem Xbox One Controller im Übrigen. Deswegen, das ist noch, da gab es ja verschiedene USB-Anschlüsse. Ich habe es jetzt auch USB-C Standard. Okay, Micro-USB, genau. Ich brauche ein Micro-USB Kabel, was länger ist. Gut, ich brauche auch ein normales USB 3.0 Kabel, was ich Wadi immer noch nicht bestellt hat, aber was soll's. Naja, gut. Nichtsdestotrotz wollen wir mal langsam mal in die Pokémon-Welt mal wieder reingreifen, liebe Freunde. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ganz einfach. Ich muss mich jetzt erstens mal so ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen. Wir waren beim letzten Mal nämlich erstmal in Maera City. USB-Micro-USB-Kabel? Nein, ich brauche ein, also für diesen Controller hier brauche ich halt Micro-USB, ein längeres Micro-USB-Kabel, weil das ist ziemlich kurz, weil das ist ja direkt hier an meinem Rechner, das ist ja natürlich klar. Ich hatte ja vorher ja auch noch hier USB-Hub und alles mögliche, ist mir aber die Hauptstromzufuhr kaputt gegangen. Und ich habe ja nur von den USB-C-Kabeln meterlange Dinger. Zum Beispiel von dem Controller, den ich ja jetzt euch gezeigt habe und natürlich halt auch von meinem Handy und habe mir mal so einfach mal eins gekauft, auch für meine Powerbank wegen meinem Handy. Und jetzt natürlich die Frage, ne, gibt es noch Micro-USB-Mikro-Kabel, also längere. Ja, aber es ist auf einer Seite mit dem klassischen USB-Anschluss und mit dem Controller steckt Micro-USB drin. Genau. Genau, so meinte ich das. Damit ich nicht halt Micro-USB und Micro-USB habe, sondern USB und Micro-USB. So wollte ich das sagen. Ne? Damit ich den dann halt verbinden kann, weil es ja zu blöd ist, sich um meinen PC zu verbinden. Naja, kommen wir zur Story an sich. Wie gesagt, ich bin in Maera City gewesen. Wie ihr auch wahrscheinlich sehen könnt, habe ich im Übrigen die Orden, die ihr hier findet. Also wenn ihr euch erstmal so ein bisschen umgucken wollt, Pixel Voice, grüße dich. Einen guten Abend. Die Orden sind unter dem Games Live Logo im Übrigen. Es sind jetzt insgesamt schon 5 Stück. Ich kann zählen, ja. Und meine Pokémon befinden sich unter dem größeren Hauptbildschirm. Und jetzt sind wir dann, beim letzten Mal haben wir den Orden gemacht. Wir waren unterlevelt im Übrigen. Ne, haben wir den Orden, also den Arenaleiter von Maera City besiegt und dann sind wir ins Pokémon World Tournament gegangen und haben natürlich klar, selbstverständlich gewonnen, ne, was ja so als Dingens galt, als Vorbereitung selbstverständlich, ne, damit man sagen kann, wie kannst du gewinnen? Und jetzt gab es natürlich, wenn ich mich recht entsinne und erinnere, müssten wir jetzt auf dieses Boot hier hin. Ich muss mal kurz gucken, ein Schiff muss das Meer überqueren. Wenn ein Schiff im Hafen liegt, wirkt es irgendwie einsam. Gehen wir natürlich jetzt mal hier drauf und zack, es ist Winter. Ne? Guck mal, du gehst auf ein Schiff drauf und es ist Winter. Guck mal, hier haben wir auch noch Chirin und unseren Rivalen Pascal. Übrigens, liebe Grüße an Kesho. Dieses Schiff, warum ist es so kalt? Es ist Winter. Außerdem, es sieht aus wie ein altes Segelschiff, aber das ist es nicht. Ja, das neue Team Plasma. Das kann euch egal sein, wir machen euch nämlich gleich fertig. Thank you.
Oh oh, da kommen sie schon alle angetanzt. Ist das etwa euer Versteck? Wie lang soll das Kabel sein? Also wie viel Meter? Naja, das hier ist nicht mal ein Meter, glaube ich. Keine Ahnung, 2 Meter, 3 Meter. Na? Also das ist jetzt, ich muss gerade mal ganz kurz gucken, steht es auch drauf, wie viel lang es ist. Also 2, 3 Meter, wenn es geht. Na? Damit ich ein bisschen mehr Beinfreiheit habe, weil Beinfreiheit in dem Sinne, dass ich halt sagen kann, dass ich mal ein bisschen mehr strecken kann, weil das ist jetzt schon mein Limit. Ja, ihr seht schon, es ist schon stramm. Deswegen, falls du da was findest, Don Pedro, sehr nett, dann kannst du es mir gerne posten, beziehungsweise schicken per PN, via Discord, weißt du doch, kannst mich da ja anschreiben. Sonst über Vadi Dercho gerne auf Twitch, weil ich über den Browser mit Vadi Dercho angemeldet bin. So, gehen wir aber dann weiter in der Story. Ist das etwa euer Versteck? Oha, Alter. Bingo! Du hast es erkannt. Deswegen sind so viele von uns hier. Sind das etwa schon alle? Ruf ruhig mehr von deinen Leuten. Hahaha, spiel ich nicht so auf. Auf geht's. Macht sie fertig. Plasma! Nur, dass du's weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Du bist als erster dran. What the fuck? Diese Musik vom neuen Team Plasma, ne? Es ist wirklich so... Geht voll ab! Oh, Schmockmock. Schmoggon, Level 30. Ja, das ist ein kleines bisschen unter... Nein, so ein kleines bisschen drüber. Aber auch nur ein kleines bisschen. Ne? Erstmal gibt's die Kalkklinge. Da hauen wir jetzt erstmal drauf. Druff, druff, druff. Oh, Gyrosball. Ja, ist nicht sehr effektiv, mein Freund. Ist nicht sehr effektiv. So. Dagegen ist die Kalkklinge schon effektiver, mein Freund. Was, nur eins? Und Zwotrowin steht vor 32, ne? Der nächste, los, beeilt euch. Jetzt bin ich dran, oder genau gesagt, ist jetzt mein Unratytox dran. Ich muss gegen Müllsack kämpfen. Will ich nicht. Na gut, einmal Aquaknarre, dann spüle ich diesen Dreck weg. Ne? Müllsack. Wie geht's denn euch eigentlich so? Wie habt ihr, seid ihr gut ins Wochenende gestartet, wenn überhaupt? Müssen ja einige von euch wahrscheinlich morgen ja noch arbeiten. Ne? Oder vielleicht haben welche von euch Urlaub. Eine gewisse Zeit, ne, man weiß ja auch nicht. 100 Tütox, ortet 1. So, machen wir mal Ackerwelle, dann spülen wir wirklich mal hier dieses etwas von Müllsack weg. So, das ist Level 32 für Zwotrowin. Zwotrowin. Wieso muss ich jetzt an ein Meme denken, wo man dieses so dieses von Mario hört? Super Mann! So, oh. Muss ich jetzt... kann man mich etwa mit Leichtigkeit besiegen? Ich habe 2 Jahre lang mein Pokémon trainiert. Ach, 2 gegen 1. Wir machen dich platt, Buddy. Ich möchte Ihnen zeigen, was wir zusammen erreichen können. Unterstützt du mich dabei? Unterstützt du mich dabei? Ich unterstütze dich gerne. Sind keine Probleme. So. Was haben wir denn? Einmal ein Schlämmer und einmal ein Golbat. Guck mal, ist doch was Feines hier. So. Guck mal, passt doch irgendwie, ne? Zwei aus Kanto, zwei aus Einal. So. Wir machen einmal Aquawelle. Und zwar nämlich auf Slimer. Und ich hoffe, dass Bismarck weiß, was es tut. Gerade ins Wochenende war ganz okay. War heute Vormittag unterwegs. Abends habe ich mir ein Ticket für die Party der Rocket Beans gesichert. Dann am Streamplan gebastelt. Nur seitdem bin ich hier. Ja, guck mal. Ja.
Das stimmt, ich habe ja schon mitgekriegt, die Rocket Beans machen ja am Gamescom-Freitag wieder eine fette, fette, fette Party. Ne? Ich bin ja leider an dem Freitag ja dann auch wieder zu Hause, weil ich ja nur am Donnerstag und am Samstag auf der Gamescom bin. Mal gucken, wenn ich am Samstag auf der Gamescom bin, wie viele von den Rocket Beans da noch am Leben sind. Die Party, die Gamescom-Party ist ja immer so eine schöne Abreißparty, ne? Ich habe aber jetzt vergessen, auf welcher Location findet das in Köln statt? Oh, die haben sogar noch mehr Pokémon mit, bitte was? Rockeimann. Hätte ich ja gerne in meinem Team gehabt, aber ich habe ja Lucario. Sehr gut. Oh, sehr gut, Bismarck. Ist nicht meins, aber... Jetzt zeigen wir auch mal, was wir können. Auch wenn wir nicht so stark sind wie das Bismarck. Aber das Rockeimann ist auch weg. 80 XP, das ist ja nix. Das ist einfach unglaublich. Einfach unglaublich? Ich sag nichts. Danke, du bist wirklich stark geworden. Jetzt hilf am besten Pascal. Dann wollen wir mal. Ja, hier. Ich bin froh, dass es nach der Party noch zwei Tage auf der GC gibt. 2019 war es danach nur ein Tag und dann war es mehr. Ja, das stimmt. Ne? Also ich finde es ja auch gut, dass die Macher der Gamescom auch gesagt haben, dass es auch wieder, sagen wir mal, in die Richtung geht, dass Sonntag der letzte Tag ist. Vorher war es ja der Samstag und jetzt haben sie ja den Sonntag ja wieder zum letzten Tag gemacht. Finde ich auch viel besser, finde ich. Ne? Man hätte auch einen Tag, noch einen Tag mehr machen können, aber naja, so. Jetzt haben wir die nächsten Rüpel, Smogon und Slimer. Moment. Oh, jetzt Esoferb. Ja, ist ja mein Wale. So, machen wir Slimer. Ah, Slam ist halt öfters mal nicht gut. So, ich hoffe mal die Aqua. Oh, yes. Die Aquarelle hat gut getroffen. Schlammbart auf das Esoferb, das ist sehr effektiv. Ja, aber nicht so sehr effektiv, wie ich es mir dachte. Radikal. Hallöchen. Ja, ich mache aber erstmal das Smogon weg. Kann sich das Esoferb genau an dem Radikal sich vergreifen. Das auch gut reinhaut, aber das Radikal haut auch gut rein. Nur dass es kein Dingens gemacht hat. Nicht mehr von der Messe her, sondern mehr, dass quasi die Party das Ende eingeläutet hat. So ist es jetzt quasi Halftime-Show. Ja, okay, gut, so. Oha, das... Oh nein, das Esoferb! Ja, ich glaube, die 9 KP, das war's. Ja. Ist schon bitter. Ja, gut. Ja, was... Grillcheater. So, Eneminemu und tot bist du. Egal. Bogenfluch. Boom! Morgen müsste eigentlich explodieren. Ja, jetzt ist es quasi wirklich Halftime-Show quasi. War Level 33 schon für Zotrio. Oh, Wasserdüse. Ja! Please! Müssen wir mal kurz gucken. Aquaknarre macht 40. Was haben wir noch? Aquavelle macht 60. Kalkklinge 75. Aquaknarre weg. Ja, Surfer kommt ja auch noch dazu. So. Knirscher. Muss mal sein. Uiuiuiui, Volltreffer, Alter. Dass ich jetzt nicht Aquaknarre gemacht habe, weil sonst würde ich jetzt gar nicht angreifen. Sehr gut aus. Oh, guck mal da. Ein guck mal da. Dann machen wir mal die Wasserdüse. Neue Attacke, neues Glück. Oh. Superzahn. Nein. Wollen wir mal Vergeltung. Bringt ein. Ich weiß gar nichts. Ah, guck mal. Ah, gut. Ich weiß, es heißt guck Marder, ne? Weil es ist ein Marder. Marderschaden. So. Alle schreien Plasma. Als wäre ihnen irgendwie was auf den Fuß gefallen und sie wollten Plasma sagen. Was ist das für ein Fernseher? Ein Plasma? So, dann werde ich sie mal über das Felilu ausfragen. Oh, jetzt gibt's die Folterspielchen. Okay, ich möchte noch etwas einiges in Erfahrung, eigenes in Erfahrung bringen. Was geht hier vor? Was ist das denn? Sieh mal einer an. Ich habe dich doch im Tiefkühlcontainer zittern sehen. Du bist Viola... Viola Kesus. Käse. Dann verrate mir mal, warte mal, letztes Jahr musste RWTV die Party ja ins Flunkyball-Turnier am Parkplatz
Nur vom Nordeingang einbauen, hatte ja auch was. Ja, stimmt. Stimmt, letztes Jahr gab es keine Party, ne? Es ist gar nicht mehr. Dann verrate mir mal, was ihr hier auf diesem Schiff treibt. Du, wir werden erneut das legendäre Drachen-Pokémon unterwerfen und über ein All herrschen. Ich werde nicht zulassen, dass neugierige Trainer wie ihr einfach tun, wonach ihnen der Sinn steht. Instrio, bringt sie von hier weg. Damit du es weißt, die sind nicht deine. Ich weiß es, aber werft sie trotzdem raus. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. LOL. Das Finstrio? Was sind denn das für welche? Mir reicht's, wohin ist Team Plasma verschwunden? Das Finstrio verfügt über übernatürliche Kräfte, die es ihm erlauben, Menschen bewegungsunfähig zu machen und sie zu verschleppen. Ich mache mir aber mehr Sorgen darüber, was Viola Cecos vorhin gesagt hat, was er meinte, dass sie das legendäre Drachen-Pokémon erneut unterwerfen und über Einal herrschen werden. Die legendären Drachen-Pokémon Reshiram und Seacom sind doch gar nicht mehr in Einal. Buddy, es gibt etwas, das ich überprüfen möchte, deswegen gehe ich zur Route 6. Pass auf dich auf. Route 6. Wait a minute. 16, 4, 3, 6. Okay, wir könnten im Übrigen aber noch etwas machen. Ich muss jetzt gerade mal nach meinen Pokémon erstmal gucken. Ich muss mich wieder an die andere Steuerung gewöhnen. Ich sollte, glaube ich... Ah, ich habe ja noch hier Dingsbums. Komm, heißen der Bums. Tränke habe ich dabei. Denn ich wollte noch was anderes gucken. Das haben wir ja beim letzten Mal schon getan. Falls ihr es noch weiß. Wenn ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Letztes Jahr gab es keine, wollte kein Risiko eingehen und zum Dungeon herrschte ja teilweise noch Maskenpflicht auf dem Messegelände. Ich habe durchgehend Maske getragen, außer wenn ich draußen war, war alles easy, vor allem wenn die Klimaanlage durch die geringe Anzahl an Menschen gescheit arbeiten konnte. Das stimmt, bin diesmal gespannt, wie es jetzt ist, ne? Dieses Jahr haben wir ja auch noch so ein bisschen, ne? Waren wir hier eigentlich schon? Wasser sollen, Feuer sollen, Pflanzen sollen. Kombiniert man diese drei Attacken im Kampf, stellt sie ein ganz spezieller Effekt ein. Okay. Hey du, hast du ein Pokémon dabei, was du von Professor Esche bekommen hast? Dieses Pokémon kann eine besondere Attacke erlernen, egal auf welcher Entwicklungsstufe es sich befindet. Es muss dir gegenüber aber sehr zutraulich sein, sonst klappt das nicht. Möchtest du, dass ich ihm die Kombi-Attacke beibringe? Ja. Er kann nur Zotrovin sein, hallo? Wassersäulen, okay. So, schauen wir mal. Wassersäulen, was haben wir denn hier? Ein Angriff mit Wassersäulen kombiniert mit Feuersäulen steigt die Wirkung und ein Regenbogen erscheint, okay. Wasserdüse hat es ja gerade erst gelernt. Ich rechne damit, dass es dieses Jahr nicht wirklich mehr Menschen sein werden. Würde mich überraschen. Ich denke mal auch, dass es wahrscheinlich auf dem Niveau wie vom letzten Jahr sein wird. Weil halt auch viele gesagt haben, der Publisher kommt nicht und ich habe generell keinen Bock auf Gamescom. Und viele hat es auch wahrscheinlich... Ne, da haben wir ja drüber ja schon diskutiert, auch vor allem wegen den Preisen. Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um sich vor Stoßen zu schützen. Kann sicher nicht schaden, wenn du deine Pokémon auch damit ausrüstest. Beulenhelm! Ich hab den Beulenhelm wieder! Erinnert ihr noch Pokémon Weiß 2? Pokémon Weiß? Da hatte ich meinem Ganovil am Dingens. Naja, dieses Jahr sind zwar mehr Publisher da, aber naja, Ticketpreise etc. Deswegen meinte ich ja, ich hab's ja eher auf die Ticketpreise ja gesehen jetzt eher, ne? Anstatt jetzt zu sagen, hier kommen Dingsbums. So, wo haben wir das? Wo haben wir fucking Beulenhelm? Ja, Beulenhelm. Lucario. Im Übrigen, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, aber mein Lucario in Karmesin trägt auch einen Beulenhelm. Was trägt denn eigentlich? Macho-Band. Da tauschen wir mal aus. Ich hatte ja noch ein Pokémon mit Dingsbums, ne? Wäre, glaube ich, auch schlau, es mal zu trainieren. Deswegen kriegt es jetzt einen Dingsbums. BW-Teiler. Ja, da haben sie noch. So. Alle finden mein Pokémon-Team toll. Glückwunsch. Ich finde es klasse, wie unsere Herausforderungen uns mit der ganzen Welt verbinden. Was haben wir hier? Was für Trainer werden sich versammeln? Was für Pokémon-Kämpfe werden daraus entstehen? Finden sie es heraus. In einer neuen Folge von... Oh! Ich habe Zink gefunden.
Und nicht davon, aber egal. So. Wie? Mein Mann bringt den Pokémon die ultimative Attacke bei. Nein! Aquahaubitze! Brauche ich ja gar keine Hydropumpe mehr. Ah, der Satz trifft auf unserer Welt leider nicht zu, ja. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das jetzt schon? Noch nicht. Also, Zwartrophin, du musst schneller in Admurai werden. Heißt also, wir gehen jetzt hier lang. So, da wollte ich eigentlich auch mit euch hin, denn das ist der alte Fluchtweg, der vor kurzem erst entdeckt wurde, wie jetzt auch gerade dieser nette Mann hier gesagt hat. Deswegen können wir hier reingehen. Und ich schätze mal, hier gibt es auch Trainer. Um den Pokémon Attacken beizubringen, bin ich dabei, Scherben einzusammeln. Man findet die Scherben bei Staubwolken. Manchmal stößt man dabei stattdessen auch auf ein Pokémon. In der Kontaktebene wurde eine neue Festival-Mission. Schatzsuche. Okay. Hier tropft es runter. Das sieht nach einer Trainerin aus. Dies ist der Punkt, an dem deine Reiseroute meine Reiseroute kreuzt. Hauptsache die Reiseroute und nichts anderes. Backpackerin Lexine. Sandama, sehr gut. Ich finde es sehr gut. Alle Trainer könnten hier gerne Boden- oder Gestein-Pokémon haben. Sehr gut für meinen Starter. So, dann machen wir mal Wassersäulen. Bam, bam. Und das ist... Gut, ich will nichts sagen. Ein Level Unterschied. Was? Hallo? Nö. Oh, Zotronin wird noch weniger XP kriegen. Weil ja jetzt ja mein Zuhura, was ja neu im Team ist, den EP-Teiler trägt. Jetzt ein bisschen schwierig mit Training an sich, ne? Also die Sonderbonbons werden hier in dieser Session wahrscheinlich... Cool, es geht eigentlich. Und Zuhura kriegt eine Menge XP, weil einerseits EP-Teiler und andererseits... möchte ich ja gerne noch mal zeigen, wem das Zuhura ursprünglich gehört hat. N. Und guckt euch mal die ID an. 00002. Wer ist 00001? Also 00001. Wer ist das? Wer ist es? Würde ich gern wissen. Game Freak. Sagt es mir bitte. E-Mail. Valdiaderchotv.de. So. Was haben wir hier? Ein Gelbstück. Okay. Machen wir weiter. Und erstes Pokémon hier. Wir sind jetzt hier wahrscheinlich stärker. Ein Sedimantur. Ja, Level 30 habe ich noch gar nicht. Ah, N war ja der Charakter auch aus Weiß. Ja, der ist ja dann mit einem der Pokémon ja abgehauen. Von dem werden wir hier, ich sag schon mal Spoiler, nichts mehr hören. Also viele trauen ihm hinterher, andere wiederum nicht. Das vor allem mit Team Plasma und so. Ja, sind ja auch ehemalige. Das habe ich nämlich, das Zuhura. Das haben wir ja beim letzten Mal ja auch. Habe ich ja auch nochmal gesagt. Nein, ich wollte es fangen. Oh, ich hoffe, es geht daneben. Ich glaube, es geht eher nicht daneben. Haben wir es ja von ehemaligen Team Plasma-Mitgliedern bekommen. Sehr gut. So. Dann schmeiße ich einen Superball. Ist der mit dem einen. Ja, mit dem legendären. Weswegen ja Sheeran vorhin gesagt hat. Die beiden legendären Reshiram und Seacrom, die sind nicht mehr hier. Aber wenn ihr das Cover von Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 gesehen habt, ne? Ist schon mal was. So, neues Pokémon haben wir gefangen. Sedimantur, ein Erz-Pokémon vom Typ Gestein. 0,9 Meter groß, 102 Kilo schwer. Ist es guter Dinge, kommt sein Kern zum Vorschein. Kann blitzschnell die Richtung ändern, ohne sich umdrehen zu müssen. Also so ungefähr. Aber wie erwartet mich der Bond? Einmal drum. Aber wie erwartet mich der Bond? Ungefähr. So. Inbox 1, weil Team komplett. So. Passiert hier was, wenn wir drunter gehen? Nee. So, können wir einmal runtergehen hier? Oh. Oh, nee. Es ist die Befürchtung, die ich habe. Dann machen wir mal Folgendes. Ich habe nämlich keine Lust. Oh. Ich habe nämlich keine Lust, einen meiner Pokémon Stärke beizubringen. Vor allem nicht Lucario. Aber wen
Ja, ich guck mal einfach mal nach gleich mal. Deswegen gehen wir mal ganz kurz mal raus. Pokémon World Tournament einfach mit BWT. PWT. Klingt halt amerikanischer, ne? Das ist ja hier auch New York City nachgeahmt. Also nicht die Stadt, sondern die komplette Region. So. Ach, guck mal. Münzenmann. So, was haben wir denn hier? Medaillenmann. Was haben wir denn bekommen? Pedant, okay. Was noch? Maera-Meister, ja. Was noch? Zwei Tippmedaillen, okay. Das ist auch besser so, lasst mich in Ruhe. So, ich muss mal ganz kurz mal gucken. Ich habe immer noch jemandes PC, ne? Bewegen. Box 1 ist so gut wie voll. Ich würde, glaube ich, das Sedimantur sogar mitnehmen, was vielleicht Stärke lernen könnte. Pokémon-Team wäre hier. So, jetzt muss man ganz kurz gucken, wen schmeiß ich raus? Ganz kurz aber auch nur. So. Kommt eine eigene Box hier. Box 8 wird jetzt erstmal zur Trainerbox. Nein. Das heißt Trainer-Team. Natürlich schalte ich erstmal um, ne, auf die andere Box. So, damit wir hier noch erstmal gucken, ob A, ich Stärke habe und B, ob ich Sedimantur überhaupt Stärke beibringen kann. Schneiderstärke, guck mal, haben wir sogar. So, jetzt nur noch bitte lern es. Yes! Kano könnte es auch. Kano? Okay. Interessant. Aber naja. Nun gut, so, ich sollte dann vielleicht, wenn ich auch schon gleich mal hier bin, Pokémon heilen. Das wäre nämlich auch sehr interessant. Ah, ich kann es nicht so, ja. Wollte es eigentlich nicht, so, Tausch. Dann machen wir erstmal zack. Und dann machen wir zack. Warum trägt Ampharos nicht? Ich muss einfach mal schauen, weil ja. Warum trägst du nicht? Ist fast wie ein Clown, ne? Guck mal, ich habe einen Clown in meinem Team. Geben, was gebe ich dem Clown? Hier haben wir so Großwurzel verstärkt. Ah! Ja gut, bringt nichts. Luftballon, Ewigstein bringt nichts. Herzball, Superschutz, Sanftglocke bringt auch nichts. Brudersand. Boden, ja genau. Oh, du los, ein Stück. Brudersand bringt auch nichts, das auch nichts. Wäre. So, das einzige Pokémon im Team, was gut, dann hatte ich es noch richtig in Erinnerung. Ja, das ist ja, das spielt ja zwei, drei Jahre nach Schwarz-Weiß 1, weswegen ja auch zum Teil neue Orte und auch gewisse Regionen anders sind und man sieht ja jetzt auch andere Pokémon aus anderen Regionen, weswegen ich ja dann ja auch von Gen 5 eher ja Schwarz und Weiß 2 eher, sagen wir mal, empfehlen würde, finde ich, ne? Aber jeder muss es halt selbst wissen, also ich habe es ja jetzt so ein bisschen jetzt ja gespielt und ihr merkt es ja, es gefällt mir halt auch, es muss halt mir mal öfters erscheinen. So, jetzt können wir auch den Stärkestein da gleich mal benutzen. Mal gucken mal, ein Fliegnuli. So, Level 28, dann machen wir eine Kalkklinge. Warum? So. Haben wir ja schon, brauchen wir nicht. So, 147 XP. Zuhura kriegt direkt mehr, weil es halt nicht mein Pokémon ist, ne? Es hat halt nicht meine Trainer-ID. Was ist denn hier lang? Okay. Ein Strepoli. Level 28 haben wir auch noch gar nicht. Mal gucken, ob es Wassersäulen überlebt. So eine neue Attacke. Bam! Oh, zermürben. Ich glaube, Vergeltung würde. Oh, Fußgänger. Zweimal? Entschuldigung. Oh, Volltreffer auch noch. Hallo? Hallo? Ja, zu Recht, wegen dem Volltreffer. Und zack, zu Hora 27. Ich sag euch, das Ding ist schnell auf 30. Ne?
Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht die gescheiten Orden hätte, ne, um natürlich, sagen wir mal, also wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich ein Problem mit Zuhura, weil dann würde es nicht auf mich hören. Ne? Und das ist jetzt halt so das Problem, weil ich Zuhura ja in meinem Team habe. So, gehen wir dann gleich hier weiter. Ah, ne, ja klar. Ah, gut. Ja, Stärke möchte ich einsetzen. Sedimantur kommt quasi zu seinem Ursprungsort zurück. Boom. So. Und da haben wir wieder einen Sedimantur. Das hat bemerkt, oh, hier ist einer von uns. Ja, aber nur als VM-Sklave. Zumindest Stärke-Sklave. So, Wassersäulen. Muss aber jetzt hier mal ein bisschen mehr sein hier, außer nur... Ja. Oh, Robustheit. Ja, gut. Katapult. Okay. Dann machen wir einmal Vergeltung. Das müsste reichen. Ja gut, die Eisenabwehr... Steigt jetzt erstmal die Verteidigung, was jetzt so oder so nichts mehr bringt, weil... Weg. Punkt. Ja. So. 642 spezielle XP. Ah, schnell, bevor mich der Wanderer sieht. Nochmal ein Supertrank rein. Das müsste reichen, definitiv. Bei 56 von 100 KP. Oh. Du hast mich gesehen. Moment mal, dieser Durchgang scheint vor langer Zeit von Menschenhand gebaut worden zu sein. Nein, der wurde mit einem Bagger vor 100 Jahren gebuddelt. Gute Frage. Leroy Jenkins. Der heißt Leroy. War jetzt nicht so gesagt, der heißt Leroy. So, Rotomorph, Wassersäulen. Ich hoffe, du kannst keine Robustheit. Das wäre jetzt doof. Keine Ahnung, wäre mir egal. Du kannst du nicht. So. Ja. Oh, Kiesling. Die Vorentwicklung von Sedimantur. Das Pokémon, was wir halt für Stärke dabei haben. Ja, deswegen kann es auch Robustheit. Steinhagel. Ei. Hat aber einen ordentlichen Wumms. Ja gut, Tarnsteine würde er jetzt wenig bringen, weil... Letztes Pokémon vom... Ne? So. Und weg. Aber nicht. Aber zu Hura 28. Guck mal, geht ganz schnell. Geht ganz schnell mit EP-Teiler. Zumindest bei einem... So, was haben wir hier? Okay. Gut, wir haben noch keinen Surfer. Das ist halt das Problem. Es war einmal ein Wanderer, der stand in der Nähe eines unterirdischen Sees. Dann kam ein kleiner Trainer vorbei, der ihn besiegt hatte, mit einem Pokémon vom Typ Wasser. Und Lawrence lief heulend nach Hause zu seiner Frau und sagte, ich bin eine Lusche. Ich wollte nur die Geschichte von ihm weitererzählen. So, Kiesling, Robustheit, okay, machen wir Kaltklinge. So. Kiesling übersteht Attacke. Schön, eine Eisenabwehr. Abwehren der Eisen. Vergeltung. Ah, Tarnsteine bringt jetzt etwas, aber werde ich wechseln? Ich glaube eher nicht. Denn das ist ja ein Spezialtraining für meinen Starter. So. Und Level 34 für Zwotronin. So, Praktibalk. Ja gut, das nötige Pokémon habe ich nicht dabei. Weil das wäre nämlich, ja, ein Vogel-Pokémon gewesen. Protzer. Ah ne, genau, das steigt ja. Das war bei, wie hieß die Attacke nochmal? Ich hab's vergessen. Wo dann das gegnerische Pokémon verwirrt wird. Du hast es gewagt, mein Starter-Pokémon umzuhauen. Man bringe mir mein Lucario. Kraftwelle ins Gesicht. Alter. Plötzlich wurde er von einem... Ja. Plötzlich kommt das Lucario vorbei und tritt ihm sowas von in die Eier, dass er es nie vergessen wird. Ende. Und wohin? Thank you.
Gut. Gerade, dass ich irgendwie keine Aufputschmittel habe oder sowas, dann würde ich... Oh, Zink. Moment. Haben wir doch vorhin gefunden. Kriegst ein Zink von mir. So. So. Was haben wir jetzt? Natürlich wieder Schweinefledermaus mit mit Herz-Nase. Geht auch irgendwie Herz-Nase, nicht Bube-Dame, ne, nicht Herz-Herz 7 oder so, oder Herz-Ass, Herz-Nase. Mit Stempel auf dem Kopf. Mit Begrenzer, ja. Ich habe noch nicht mal die Attacke gemacht und kommt schon mit Begrenzer. Bitte, bitte. Das heißt bitte, bitte. So, 132 XP. Ist halt nichts. So. Könnten Pokémon auf irgendeine Art und Weise dopen? Naja, diese ganze Geschichte mit KP Plus, Zink, Calcium und wie sie nicht alle heißen, Proteine, das sind eigentlich auch so gesehen Doping-Sachen, aber ich glaube, in der Pokémon-Welt gab es halt bisher nie die Regel, ne, dopen oder sowas. Also, ich glaube, im Anime an sich, da gibt's bestimmt, da gab's bestimmt mal so illegale Dinge. Und es gab so viele Folgen vom Anime mit Ash, also lang ist's her. Guck mal, wo's hier lang geht. Hier ist nix. Aber so an sich könnte man eigentlich theoretisch so dieses Protein, Calcium und alles, wo du halt die KP, also die KP Plus zum Beispiel halt auch, ne, weil es erhöht ja auch die KP, die eigentlichen, die Haupt, die KP deines Pokémon, ne, nicht vorübergehend, sondern eigentlich durchgehend. Also, das kannst du halt auch so sehen, ne? Ob man jetzt ein Sonderbonbon zum Beispiel als Doping sehen kann, ich glaube eher nicht, aber das kann man auch als Faulheit sehen, wenn man früher in der ersten Generation mal einfach, keine Ahnung, den Missingo-Code angewendet hat, den Missingo-Cheat, an sechster Stelle sein Item gesetzt hat, Missingo gesehen hat und dann, keine Ahnung, 3 Milliarden Sonderbonbons hatte. Und dann hatte man ja dann entsprechend unendlich an Sonderbonbons. So, was haben wir? Schmarotzer haben wir. Schmarotzer ist eine gute Attacke. Doch, wollte ich beibringen. Ich habe mich nur verklickt. Wir machen... War Finte? Ja, komm, mach mal Finte weg. So, und jetzt kriegt erstmal mein Starter einen Hypertrank. So. Bei sowas auch wie AP Plus zum Beispiel könnte man als Doping werten, aber ich glaube, also würde eher Unsinn machen, ne? Also es ist, nee, würd ich nicht so werten. Ja, aber sowas wie KP Plus halt oder sowas, oh, da ist was. Ein Indigo-Stück, wusste ich doch. Das würde ich schon theoretisch zu einem Dingens werten. Oh, sind wir eigentlich schon quasi in... Warum noch nicht? Ich weiß es nicht. So, wieder ein Sedimantur. Wir hatten vorhin Onyx gesehen, es war ja einfach umgebrannt. Ist egal. So, machen wir mal Kaltklinge. Wir haben noch andere Wasser-Pokémon-Attacken. Das Problem ist halt bei Sedimantur, es kann Robustheit... Warte mal, es hat keine Robustheit eingesetzt. Oh, das hat eine andere... Eine andere Fähigkeit... Hätte ich doch Wassersäulen einsetzen können. Aber das weiß man halt nie, ne? Bam, ins Gesicht. So, weg. Zack, weg. So. Zieh hier einen Trainer. Ich borge mir die Energie von Ruinen, um meine Psychokräfte zu verstärken. Genau. Ich rede auch öfters mal mit einem meiner Backsteine im Haus. Kalistos. Kalistos kann in nix. Kalistos kann in nix. Oh, die Weiterentwicklung. Hier wieder Schwein, Nase, Herz-Nase. So wollte ich das sagen. Aber trotzdem Wassersäulen. Weiß nicht, was es kann. Was es will, was es möchte, was auch immer. Okay. Ich nehme einen Wechsel vor. Einer, der sich mit Flug-Pokémon auskennt. Es ist ja auch Flug. Hallo Ampharos. Ja, dein Luftschnitt, der bringt mir nichts. Jetzt gibt's erstmal hier den Donnerschlag.
Amnesie. Hä? Ja. So, Donner, Knispel. So. Und weg. Alle haben XP gekriegt, das finde ich gut. Das ich gut finde. So. Wieder so wechseln. Nee, kein. Blablabla. Welches Pokémon stört? Ein Strepoli. Dann würde ich dieses Strepoli fangen wollen. Ich hatte eigentlich gerade eine andere Sache vor. Ich habe kein Äther dabei, ne? Aber ich wollte das Ding sowieso fangen. Ja, wo haben wir hier? Typerball. So, dann fange ich dich mal, mein Freund. Eins, zwei, drei. Und es hat Klick gemacht. Strepoli wurde gefangen. Fein, fein, fein. Damit ist Box 1, glaube ich, auch voll. Und Strepoli, das Muskel-Pokémon, ist ein neues Pokémon für Box 2. Ist ein Kampf-Pokémon vom Typ. 1,20 Meter groß, 40 Kilo schwer. Diese durchtrainierten Muskelprotze sind im Umgang mit Stahlträgern versiert und können damit ganze Häuser abreißen. Wenn es mal schnell gehen soll, ne? Oh, Box 1 ist doch noch nicht voll. Ach stimmt, das ist das erste Pokémon, was ich nach Sedimantur gefangen habe. Jetzt müsste Box 1 aber voll sein. Oh, 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 mein Staub. Mein Grundstück, sehr schön. Das war also kein Grundstück, sondern ein Grundstück. So, ich sehe hier einen Bergestein. Und ein Fliegknulli. Ein Ferkelknoll. Fliegendes Ferkelknoll. Aquavelle, Aquavelle. So. Übrigen. Gibt's irgendwie was zu. Nee. Ich muss mich mal wegen was informieren. Ich habe aber ein ungutes Gefühl. Das werdet ihr nicht zurückkriegen, Braunschweig. Aber Dankeschön, Schalke ist eine Runde weiter im Pokal. Und Kane hat den ersten Teil des Medizinchecks bestanden. Ah, nee, ist noch nicht. Sehe ich gerade. Ist noch nicht. 7 Minuten sind es noch. Oh Gott. Wehe, lässt wieder 30 Minuten nachspielen gefühlt, ne? Ich schwöre. Ich weiß nicht, was da, die auf diesen Trip gebracht haben. So lange Nachspielzeiten. Ne? Kimchi. Gut, ich lasse es mal so. Gut, es deckt alles ab. Dann, ich will es nicht sehen. 2-1 für Schalke, sehe ich gerade. Ich hätte heute auch ein Rudelgucken wieder machen können mit Schalke, aber nee. War ja auch zum 15-Stunden-Stream erstmal so geplant. Ich kann ja mal ein bisschen mal, ja, zur Vorbereitung des 15-Stunden-Streams so ein bisschen erzählen. Es war im ursprünglichen ersten Version des Planes war nämlich sogar ein Rudelgucken vom zweiten Spieltag drin. Also sprich, Schalke gegen Kaiserslautern auf Schalke. Lustigerweise, das ist kein Witz, Braunschweig trifft in gut einer Woche nochmal auf Schalke, nochmal in Braunschweig. Sachen gibt's. Macht nur der Fußball. So. Das wird irgendwie nur bei der Frauen-WM gemacht. Bei Spielen Spanien versus Niederlande gab es insgesamt 27 Minuten. Ja gut, es ging ja in die Verlängerung. Stimmt, es ging ja in die Verlängerung. Nee, mich hätte halt interessiert, wie viel nach den ersten 45 Minuten und dann nach den zweiten 45 Minuten. Ne? Das hätte mich mehr interessiert. So, dass die 2x15 Minuten oder zumindest eine der 2x15 Minuten wahrscheinlich wurde ja dann ja noch gespielt, beziehungsweise beide 15 Minuten bei 120 Minuten ja insgesamt. Wenn ja nicht nach einer Halbzeit. Obwohl, oder doch. Nee. Die ersten 8, die zweiten 12 Minuten. Jesus Maria. Das ist auch schon heftig geworden. Ich meine, auch bei der Fußball-WM in Katar war das so. Ich weiß es aber nicht. Ich habe ja nur das Finale gesehen. Weil ich an anderen Spiele nicht geguckt habe. Ich habe selbst die deutschen Spiele... Oh! Entwicklung!
Dein Zora wurde zu einem Zorak. Zorak. Nachtdieb, ja gerne. Finte weg. Schaufler bleibt. Und wir haben nicht einmal mit dem Pokémon gekämpft. Doch, ich glaube ein, zwei Mal. Welchem Level bist du jetzt? 30. Ist das nicht schön? Ich glaube, du behältst noch ein bisschen den Sonderbonbon. Wenn es ein Sonderbonbon wäre. Ein EP-Teiler meinte ich natürlich, Zorak. Heißt also, dass du noch ein bisschen da bleibst. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, sind wir schon an dem Teil angelangt. Okay. Hallöchen. Ja, Ja, das erste Viertelfinale hat insgesamt statt 120 Minuten wegen der Verlängerung 147 Minuten gedauert. 47 Minuten? Ach du Scheiße! Hat man auch irgendwie so, sich so als Fußballfan halt auch gedacht, so wann ist das Spiel mal vorbei, ne? So, Wassersäulen ist jetzt auch nie mehr. Erstmal Aquavelle. Ich glaube, Aquavelle knallt mehr. Das wollte ich erreichen. Jetzt schlag dich selbst. Scheiße. Superzahn hätte auch in die andere Richtung gehen können. Verloren, Ohren. Hallo. Tschüss. Gelb, Stück. Nee, das nicht, aber es stellte sich die Frage, ob das dann gerechtfertigt ist, dass man überhaupt so lange nachspielen lässt, weil 12 Minuten ist schon sehr fragwürdig. Ja, bei 12 Minuten, also bei 3-4 Minuten kann ich es verstehen. Bei 12, also selbst als auch die deutschen Frauen gespielt haben, ich weiß gar nicht, wo da jetzt nochmal die längste war, aber als ich da auch mitgekriegt habe, ich habe ja so ein paar Spiele ja auch morgens angetan, mir auch die deutschen Spiele ja alle angeguckt, waren ja nur 3. Als ich dann ja auch wirklich die Spiele gesehen habe, da habe ich mir halt auch echt gedacht, was sind das für verdammte Nachspielzeiten? Ne? So, erstmal hier. Ich muss irgendwas an deiner Verteidigung tun, Zorprovin. Aber wenn du ein Admiral bist, hast du gute Verteidigung. So. Nee, von da komme ich nicht. Doch, von da komme ich. Ah, hier. Ah, ein Sedimantu, Level 30. So. Immer natürlich Aquavelle, da haben wir noch so als einzige richtig verfügbare Wasserattacke. Ah, ist wieder Robustheit. Das ist wirklich so, ein Pokémon, ein Sedimantu hatte gar keine Robustheit. Das hätten wir wirklich damit platt machen können. Oh, du stehst wirklich kurz vor Verzweifler, das kann wirklich so sein, also bald. Ja. In der deutschen Mannschaft wurde ja die angegebene Nachspielzeit bisher am meisten überzogen. 7 Minuten waren angegeben. 16, stimmt. Das stimmt, an einem Spiel waren es 16 Minuten. Ich erinnere mich. Ich mir halt auch so gesagt habe, Leute, hat man euch in den Kopf gekackt? Habe ich echt kein Elixier dabei oder so? Uff. Das ist gerade wirklich doof. Da haben wir wieder ein Psycho. Ich kann die spirituelle Energie unserer Vorfahren spüren. Yeah. So, ich guck mal gerade mal nach. Oha, fast wäre das 2:2 gekommen. Alter Schalke, hört auf. Weißt du, fast das 3:1 und dann kommt es fast zum 2:2, ne? Also bitte, wenn ihr das jetzt noch versaut, dann weiß ich auch nicht weiter. So, was mache ich hier? Kaltklinge. Ja, das war gegen Kolumbien, weil sich eine Spielerin noch verletzt hatte. Da war es gescheiter gewesen, direkt nach 2:1 abzupfeifen. Ja, eben. So. Makabaya. Wechseln wir? Nee. Ich habe immer noch nicht den Dreh raus mit den Tasten. Das ist halt immer so, also
Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es ja leider immer noch, oder der war jetzt wieder so, weil ich habe ja diesen Controller, den vorherigen, den ich ja auch für die Switch benutzt habe, ja auch für den PC benutzt. Ne? Also kann man sich wohl auch denken, warum er dann so ausgenudelt ist. Und da ist ja dann halt ne, die Position der A, B, X, Y-Tasten ja anders. 5 Minuten Nachspielzeit bei Schalke. Apropos Kolumbien, die spielen morgen gegen England. Das stimmt. Ja, morgen gegen die Europameisterinnen. Bin ich sehr gespannt. Zu Rang 31. So. Ja. Hier haben wir ein Purpurstück. Ich will ja eigentlich nur, dass sich mein Starter zur Atmorei entwickelt. Und es gab eine rote Karte für Braunschweig. Ach du Scheiße. Braunschweig spielt nur noch zu 10. Oh mein Gott. Im Übrigen kann man sich das Spiel auch gerade live im Free TV angucken, weswegen auch die Frage kommt, Buddy, du guckst das nicht? Ja? Also bitte, jetzt müsste aber eigentlich, bin ich ganz ehrlich, müsste jetzt gerne 1-3-1 kommen, Schalke, ne? Also ich verlange hier schon ein paar Dinge, ne? Als potenzieller Aufsteiger. Oh mein Gott, der alte Palast. Wie geht's zum alten Palast, ne? Oha. Wo ging's denn dann eigentlich da oben hin? Wo ich den einen Trainer da gesehen habe, war die verlangt das 3-1 Schalke 2-2 durch Eigentor. Wenn das noch kommt, ich lache. Ohne Witz. Giesberg ringt Polter nieder. Er hat schon gelb und sofort und weiß sofort, das war's. Der Braunschweiger Verteidiger muss folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz. Klare Sache. Ja. Na gut, 3 Minuten sind es noch auf der Uhr. Also ist für Schalke erstmal eine klare Sache. Ich sag, bei Schalke ist alles möglich. Bei Schalke ist ja alles möglich. Also das ist ja wirklich... Da braucht man sich gar nichts mehr wundern. Wenn gleich das 2-2 kommt, dann muss man sich aber die Frage stellen, how? Ne? Also wenn ich da gleich hinter Braunschweig, gut, es ist wie gesagt abgeschirmt vom Abgreifen des Spiels. Ich sehe das Ergebnis nicht. Ich habe jetzt halt nur den Namen aufploppen sehen, ein rotes Quadrat und die Zeit dazu. Ne? Ich habe jetzt schon so gedacht, so Tor. Nein, es war eine rote Karte. So. Ich würde mal ganz kurz doch wieder ins Pokémon... Warum mache ich es mir eigentlich... Ne, ohne Witz, warum mache ich es mir eigentlich so schwer, indem ich zurücklaufe? Ich könnte eigentlich ein Pokémon einsetzen. Hier, Zorak, du bist doch hier... Bist bei uns neu im Team, schon Level 31. Ne, hast schon... Eigentlich könntest du jetzt auch den EP-Teiler wieder abbekommen. Ja. Nein, es ist das 3-1. 3-1. Ah, guck mal, selbst Schalke hört mich selbst aus Braunschweig. Na gut, Braunschweig ist, glaube ich, näher dran als Schalke, also Gelsenkirchen. Dani Lazza, auf ihn ist Verlass. 3-1 Schalke. Nice. Das in der 90. plus 4 Minute. Eine Minute wird ja noch nachgespielt. Ah, souverän. Ich glaube, das wird sich am 3. Spieltag rächen, weil am 3. Spieltag, wie bereits erwähnt, trifft Braunschweig auf Schalke. Genau dieselbe Partie, wie jetzt auch gerade was gespielt wird. Oh, 3-1 Schalke, hätte ich war zu erwarten. Wäre sehr gut. Very, very good und very good. Moment, steht er wieder hier? Schon wieder eine Medaille. Welche diesmal? Ab in die Box 30. Ah, weil ich eine Box voll gemacht habe. Okay. Selbst dafür kriege ich eine? Doch, was wegen der Nachspielzeit. Ich habe heute dazu folgendem meinem Arbeitskollegen geschrieben. Ist ziemlich satirisch angehaucht. Bei den Männern, das Spiel dauert 90 Minuten und der Sieger heißt Deutschland. Bei den Frauen, das Spiel dauert 120 Minuten und am Ende spielen wir noch länger. Und keiner weiß wieso. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Ja, war eigentlich ein Spruch, das Spiel dauert 90 Minuten und der Sieger heißt Deutschland, der ist ja von Gary Lineker, aber der ist ja halt auch nicht mehr. Ja. Deutsche Fußball hat dermaßen Probleme. So. Machen wir aber hier mal weiter. Jetzt erstmal tief, nein, nicht durchatmen, die Luft anhalten. Nee, das mache ich nicht. Ich mache das lieber nicht. Nee. Ach, ist er doch eins. Radikal, okay.
32. Na gut, dass ich noch nicht hier gekämpft habe. Es ist nur noch ein fucking Level, dann entwickelt sich mein Starter. Dann ist es ein Admorei, dann könnte es Aquahaubitze lernen. Boom. Ein Schlag, weg. So. Eigentlich könnte ich jetzt Zorak jetzt echt den Epeteiler wegnehmen. Bei Level 31. So wie die anderen. Ja, nehmen. Wegnehmen. So. Was kriegst du? Kriegst, das ist eine Aminara-Beere. Aminara-Beere. Und jetzt kriegt noch Schalke eine gelb-rote Karte. Sag mal, was ist los? Jetzt ist wieder gerecht. 10 gegen 10. Tempelmann kriegt rot, gelb-rot. Ich werde bescheuert. Und das auch noch in der 90. plus 6, obwohl nur 5 Minuten nachgespielt werden. Also, das ist eigentlich gelaufen für Schalke. Ja, Schluss. Schalke hat gewonnen. Weil es geht darum, dass bei den Männern nicht eine halbe Ewigkeit nachgespielt wird. Raucht nicht mit dem Vergleich eigentlich hinaus. Ja, was für eine Belastung das sein muss. Jedes Mal gefühlt die Hälfte der Verlängerung aufgehoben zu kommen. Ja, das ist schon ziemlich heftig, ne? Also ich würde sowas halt auch eher gern bei den Männern halt mal sehen, ne? Nächstes Jahr Europameisterschaft, liebe UEFA, ne? Eröffnungsspiel Deutschland gegen, keine Ahnung wen, Holland von mir aus. Eher unwahrscheinlich, ne? Deutschland erstmal 20 Minuten Nachspielzeit. Nein. So, Schalke hat gewonnen, 3-1, aber es gab zweimal Gelb-Rot in der Nachspielzeit. Ich find's lustig. Ja, sehr schön. Damit Schalke in Runde 2 beim Pokal und ich glaube, Braunschweig wird sich so sagen, ja, wollt ihr direkt eine Woche hier bleiben oder man wollt ihr aufs Maul? Es ist so ulkig. Ach, hier ist nur ein Item. Okay. Oh, Protein. Guck mal. Haben wir schon vorhin gesprochen, ne? Wegen Protein und so weiter. Das erhöht ja, ne? Kann ich mal ganz kurz zeigen. Protein erhöht ja den Angriffswert, ne? Also es ist so eine Art Aufputschmittel. Also so gesehen Doping, ne? Auf Dauer. Weil gibst du es einmal, ist der Angriff angehoben. Nicht für eine bestimmte Zeit, sondern durchgehend. Es gibt auch Items, die halten nur durch, also vorübergehend. Das sind die sogenannten X-Angriff, X-Treffer, X-Verteidigung und so. Nein, vor allem verstehe ich nicht, wieso. Ich meine, es kommt mir so vor, dass jetzt bei der Freunde alle Unterbrechen 1:1 darauf addiert werden. Das ist wenig sinnfrei. Habe ich irgendwie so noch gar nicht darauf geachtet. Ich habe mir halt auch schon so gedacht, so, wenn Unterbrechungen gibt, weil, keine Ahnung, Verletzungen oder sowas, dann denke ich mir, ja, 2-3 Minuten, 3-4 Minuten vielleicht. Oder dass dann auf einmal irgendwie wirklich so bei sowas 8 Minuten, 9 Minuten. Ist halt nicht so. Ich verstehe es auch nicht, was so der Sinn dahinter ist, was die FIFA damit erreichen will. So. Einmal haben wir jetzt den Tempel, der komplett mit Sand überdeckt ist. Da ist ja unter anderem ja ein Ramot drinne. Sowieso gucken, welches Pokémon, welche Level die Pokémon sind. Ne? Weil vor allem ist es nämlich so, dass ziemlich stark sind die Pokémon. Dort jetzt sind. Wir gucken einfach mal. Gehen wir einfach mal in den Tempel rein. Der Palast. Der Tempel, Palast, Tempel. No, ich hatte was Bestimmtes vor. Ich wollte speichern. Weil ein VAR gibt es jetzt schon ein paar Jahre und selbst in Ligen spielen eine Entscheidung Richtung 1:1 drauf addiert. Da würden die Bundesliga-Partie mindestens 100 Minuten dauern. Ja, ist schon sehr eigenartig. So, hier haben wir ein Pokémon. Ich will das Level wissen. Ein Pupantle. Level 27, okay. Ich hätte jetzt mit 40, 50 gerechnet. Das kann man mit einer Kaltklinge wegmachen. Und tschüss. 242 XP. Guck mal ganz kurz gucken, ob das Pokémon da steht. Ah, ja, da steht's. Ah, nee. Warte mal, ich muss ganz kurz was gegenchecken. Einen Moment. Alter Tempel. Pokémon Schwarz. Doch. Alter Palast. Ich sag mal Tempel.
Und mein Selbst zum Thema Next. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal was nachgucken. Schwarz und Weiß 2. 35 oder 65. Ach du heiliger Strohsack. Oh, stimmt. Der alte Palast ist ja voll mit. Der ist ja komplett eingeschneit, wollte ich sagen. Eingesandt. Eingesandt klingt auch ein bisschen ekelhaft. Wenn wir jetzt hier lang gehen, falls ihr euch noch dran erinnern könnt, ne, sonst könnt ihr euch das Pokémon Weiß Let's Play mal angucken. Ne, hier wäre normal. Oh, ein Item. Hier wäre normalerweise nämlich. Wow, ein Hyperball. Hier, genau hier, wäre nämlich ein Durchgang. Und ist alles zu mit dem ganzen Sand. Weswegen wir ja beim alten Tempel, als wir an der Oberfläche quasi waren, beim alten Tempel im Wüstenressort, dass wir da nicht weitergekommen sind, weil alles zu ist mit dem Sand. Deswegen konnten wir nur hier drüber lang. So, dann gehen wir jetzt auch mal weiter. Weil Ramot will ich mir für später aufbewahren. Ach, dich gibt's auch noch. Radikal. Ist aber dann auch ziemlich selten, ne? Eine Grimasse. Mach doch jetzt schon eine Grimasse. Ah! So, boom. Schöne Vergeltung. Nice. So, dann schnappen wir uns mal einen Superball und dann wollen wir dich fangen. Freundchen. Ich muss mal gerade mal auf die Uhr gucken. Eine Stunde nur, ne? Und drin. Guck mal. Radikal wurde gefangen. Das ist doch sehr gut. So. Dann gibt es einen Pokédex-Eintrag für Radikal, den Maus-Pokémon vom Typ Normal. 0,7 Meter groß, 18,5 Kilo schwer. Ein überraschend brutales Pokémon. Ja, sicher. Seine langen Nagelzähne und sind äußerst stark und durchbrechen selbst Beton. Wollte es nachahmen, aber es geht nicht. Es geht nicht. Egal. So. Also immer schön Zähne putzen. Kinder. So, das müsste aber jetzt die Stelle sein, wo nämlich ich nicht weiterkam, ne? Wow. Oh. Das Item Grünstück. So, ich muss hier wieder drücken. Ich meine, ich kam ja bis zu einer bestimmten Stelle nicht weiter. Ach ja, ich muss dagegen. Und da ist ein Pokémon drunter gewesen. Wahrscheinlich jetzt ein plattes Radpflanz. Nein, ein Kiesling. Ein Kiesling Level. Ja, ja, wir sind an der Stelle jetzt angekommen. Ja. Wir sind an der Stelle angekommen. Warum? Weil das Kiesling auf einmal Level 17 ist. Gut 10 Level schwächer als vorher. Eigentlich bräuchten wir gar nicht kämpfen. Ja? Bräuchten nicht kämpfen. Oh. 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 Dreimal getroffen. Nö, dafür hau ich jetzt ab. Weiß? Okay. Ja gut, egal. Ich muss mich halt immer noch... Okay. Okay. Jetzt hau ich ab. Tschüss. So. Hier können wir nämlich über diese Dinger runter. Hier geht's auch noch weiter, Freunde. Aber jetzt trotzdem Level 17, ne? 18 sogar, guck mal. Damals, als wir da waren, das war vor 2-3 Monaten, glaube ich. Da hab ich auch ein bisschen trainiert. So. Was ist denn hier denn so? Drei Items. Aha. Oh, ein Sonderbonbon. Und? Noch ein Beulenhelm. Nein, noch nicht. Noch nicht. So, eigentlich brauche ich nicht weiter gucken, weil... Ja, genau der Grund, weil... das Areal hier kennen wir schon. Ne? Weil das ja unter anderem, glaube ich, in der Kanalisation von... oh, wie hieß die große Stadt? Nicht mal Era City, sondern... Lass mich kurz gucken. Wie heißt sie nochmal? Stratos City. Weil sie ja durch die Kanalisation von Stratos City nämlich führt.
Ich kann also Folgendes machen. Und gehe trotzdem dahin. Ja, stimmt, ich habe noch kein Fliegen. Und wenn, dann habe ich... Können wir so ins Pokémon Center erstmal gehen. Auch Fliegen habe ich. Ich kann fliegen. Ja, guck mal, pack die bald. Level 17. So. Kann ich hier lang? Kann ich hier lang? Ah, siehst du, das Item hatten wir auch noch nicht. Das ist ein Top-Schutz. So. So, hier war der Trainer, den haben wir auch schon vor Monaten besiegt. So, hier sind halt jetzt, wie gesagt, alle jetzt unter Level 20. So. Also da brauchen wir jetzt nicht irgendwie gucken und so weiter, denn wir haben es ja bis hierhin schon geschafft. So. Ja, Stratos-Kanalisation. Ich würde hier trotzdem jetzt gerne das, den Top-Schutz einsetzen. Wo haben wir den? Habe ich den nicht hier irgendwo gehabt? Schutz, 250 Schritte, wird schnell. Ah, das heißt, jetzt bist du quasi im Abschnitt der Höhle angekommen, wo die ganzen Pokémon-Trainer schwächer sind. Also da, wo du reingegangen bist. Sprich, du kommst jetzt raus, wo du schon warst. Genau. Ich kann es jetzt nochmal ganz kurz auf der Karte zeigen. Denn die Karte zeigt mich auf einmal da unten an. Ich war vorher hier. Nicht da, sondern hier. Beim Pokémon World Tournament, also beim PWT. Und bin halt einfach mal runter über den alten Fluchtweg. Stratos City in die Kanalisation. Weil es halt ein alter Fluchtweg ist, der früher von alten Menschen gemacht, gedingst wurde. So. Und Moment mal. Ich kann hier runter? Wait a minute. Hier runter? Ja gut, hier war ich schon. Das ist jetzt hier mitten in Stratos City. Ne? So ein kleiner Park, ein kleiner geheimer Park. Ich hoffe, jetzt ist nicht wieder voll mit Wasser. Nee. Wait a minute, das ist mir gar nicht aufgefallen. Schutz wirkt nicht mehr, verdammt. Ich müsste doch hier irgendwo noch... Ah, 100 Schritte, toll. Noch irgendwo Schutz? Nee, habe ich nicht. Verdammt. Können wir die ganzen Items holen? X-Spezialverteidigung. Das zum Beispiel ist was vorübergehend, dass die Spezialverteidigung vorübergehend stärker ist. Oh mein Gott. Ich bin hier lang. Oh oh. Ich bin hier unten als Geruchs- und Geschmacksmeister tätig. Tester hätte mir besser gefallen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass die über 30 ist. Deutlich über 30. Slimer. Oh, ja toll, 17. Ich habe, glaube ich, gegen die noch gar nicht gekämpft. Ja. Einmal Wassersäulen weg. Oh, sie setzt X-Spezial ein. So, jetzt ist vorübergehend der Spezialangriff von Slimer erhöht. Aber nur vorübergehend. Ne? Durch ein Protein, was ich ja vorhin meinen Zotropin gegeben habe, ist es auf Dauer. Da ist ein, zwei Punkte gestiegen. Ne? So. Was ist denn hier? Kurz wirkt nicht mehr, ist mir egal. Abfall einmal ist. Wow, ist nix. Was wir Menschen als Gestank bezeichnen, fassen Pokémon mitunter als Duft auf. Naja, manche Menschen weisen das auch als Duft auf. So, und jetzt haben wir hier die Pokémon. Oh, guck mal, ein Zubat. Hast du einen EP-Teiler nicht mehr? Ne, den habe ich abgeschaltet, weil... Zorak weggenommen, weil Zorak auf dem Level ist, wo jetzt auch die anderen sind vom Team. Deswegen habe ich den EP-Teiler rausgenommen. Deswegen kriegt auch Zotrovin mehr XP. Ist ja jetzt aber bei den Pokémon auf diesem Level ein bisschen anders. Naja, deswegen ist es auch egal. Wenn du im Tunnelsystem der Kanalisation laut schreist, entsteht mal ein Echo und mal wird deine Stimme stark gedämpft. Das finde ich einfach faszinierend. Ja. Beispiel. Ach, du kannst meine Pokémon heilen. So.
Labyrinth, hier waren wir auch schon mal, ne? Aber hier sind die ganzen Rohre, Rohrsysteme und den ganzen Kram. Aber hier sind auch wilde Pokémon. Wie zum Beispiel Zubat. Ja, wenn wir in so einer Höhle oder irgendwie sowas sind, dann natürlich klar, Zubat. Ne? Hat ja in Schwarz und Weiß 1 gefehlt, aber in Schwarz und Weiß 1 gab es die Kanalisation nicht. Okay. So. Nerven die Pokémon halt, ne? Und es ist schon wieder ein Zubat. Ich glaube, das verfolgt uns, ne? Aber gut, ist ein anderes. So. Zubat? Guck mal, es wird immer schwächer. 15, 14. Dann haben wir Zubat Level 2 oder was? Bin ich dann schon wieder zu Hause? So. Oh, hier geht's auch nicht mehr weiter. Schade. Ah, nee, stimmt. Es geht noch irgendwo wieder hoch und dann. Genau. Nee, hier nicht. Hier geht. Ja. Jetzt 13? Ah, wieder 17. Guck mal. Fuck. So. Lass mich hier hoch. Kann ich denn hier hoch? Also kann ich hier wieder runter? Ja, kann ich. Ihr seht halt vor allem auch diese Bretter, die ganzen Gitter blockieren. Die schwimmen normalerweise ja oben, weil, ne, weil hier sonst Wasser in der Kanalisation ist. Aber warum auf einmal nicht? Ne? So, können wir wieder hin? Nee. The Trap, da kann ich auch nicht hin. Oh. Du müsstest jetzt aber stärker sein. Menschen können ohne Kanalisation nicht leben, aber wie sieht es mit Pokémon aus? Diese Frage wollte ich noch loswerden, bevor ich dich zum Kampf herausfordere. Aber meine Antwort kriegst du darauf nicht. Arbeiter Scott. Scott! Praktibalg. Oh. So. 17. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, die Pokémon, wo man jetzt, aber es sind alle halt auf dem Niveau, wo man ja eigentlich auch, wenn man nach Stratos City kommt, wäre man schon so Level 20 etc., ne? Das war ich ja auch so fast oder sowas. Ne? Fast so ähnlich irgendwie. Mal gucken. So. Ich will noch weiter gucken, bevor wir hier lang gehen, aber ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Ja? Oder doch? Wer weiß. Zubat Level 14. So. Richten wir mal. Gegen Zubat brauchen wir gar nicht kämpfen. Nee. Ah, okay, aber hier ist ein Item. Eine Perle. Sehr wertvoll. Bringt Geld ein. Ah. Mich würde es jetzt halt interessieren, wo es weitergeht. Ja. Mich würde es jetzt interessieren. Nicht hier. Auch nicht hier. Sonst. Auch nicht hier. Wo könnte es denn noch lang gehen? Das wäre interessant. Da lang. Ich da. Auch da lang. Hä? Ich müsste gleich mal echt mal in den Dingens der Kanalisation mal gucken, damit wir da die restlichen Items. Vielleicht kommen wir da wieder wo ganz woanders raus. Das würde mich halt auch mal sehr interessieren. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Oh, durchgehend Radfratz ist da. Zubat's gesagt, hab keinen Bock mehr, versuchst du mal Radfratz. Ja. Gewohnheit. Ist auch nicht, ne?
Gott. Ah, ein Zubat. Mit 15. So, Zubat zu Radfahrt. Bruder muss los. Genau. Bruder muss los. Ich kann nicht mehr. Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Ist hier nicht noch irgendwo ein Tor oder eine Tür oder sowas? Nee. Okay. Komme ich dann da hinten hin? Aber wahrscheinlich dann, wenn wieder Wasser drin ist, ne? Oder von ganz woanders. Das wäre halt auch nochmal interessant. Eieieiei. Ich warte ja wirklich nur noch drauf, bis es gleich wirklich geschieht. Mit dem Zubat hier. Mann. So, 23:01 Uhr. Normal wären wir jetzt schon vorbei. Normal wäre es ja so. An einem Freitag bei Dercho TV. Ist nix. Nada, null. Ich wartet hier, keine Ahnung. Der Doktor. Der Doktor wartet. Der Doktor wartet auf Sie. Ihm die Bibel abzusteigen. Ist jetzt gut. Ja, solche Witze kann ich jetzt bringen. Gut, auf YouTube ist es so, ja. Habe nichts Böses gesagt. Okay, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Beziehungsweise zu den anderen Gegenden hinkomme. Dann werde ich wahrscheinlich mal... Ich habe doch hier Dingens offen. Erstmal flüchte ich mal kurz. Ich will jetzt mal ganz kurz mal gucken. Kanalisation. Ich will gerade mal gucken. Ich habe das nämlich jetzt hier vor mir offen. Ja, aha. Es geht noch woanders raus und rein und so, ne? Sehe ich gerade. Dahin. Vor allem die ganzen Items habe ich jetzt nicht geholt, ne? Schade, schade, Banane, aber wie komme ich dahin? Nein, ich wollte nicht zumachen. Nein, auch nicht ein neues privates Fenster. Ich wollte in den Verlauf gehen und dann wieder. Okay. Ah, im Herbst und im Winter gibt es hier kein Wasser, wodurch sich nur... Ah! Ach so, ne, das... Okay. Im Frühling und... Ah, okay, gut. Das heißt, ich müsste hier mal auch mal wieder hinkommen, wenn es Sommer und Frühling ist. Okay. Jahreszeitenbedingt. Auch nicht schlecht. Die Jahreszeit, die wechselt sich immer wieder. Oh. Fragst mich was. Warte mal, ich guck mal ganz kurz nochmal nach. Ich weiß es gar nicht mehr. Jahreszeit. Ich glaube, monatlich wechselt sie sich. Ja. Nee, die wechselt sich ja monatlich gefühlt. Also, jetzt ist bei mir Winter. Ne? Das heißt, im September wäre wieder Frühling. Die wechselt immer monatlich. Im Oktober wäre dann Sommer, im November Herbst und im Dezember wäre wieder Winter. Und im Januar dann Frühling, im Sommer Februar, im März Herbst und im April Winter. Also das heißt, wenn ich jetzt in diesem Monat, der Monat ist ja jetzt ja auch gerade ja, 11 Tage alt und ich denke mal, nächste Woche wird es auch wieder Pokémon Schwarz geben, heißt also, dass ich dann auch wieder die Pokémon-Spiel, also Schwarz 2 spielen werde, heißt also, wir werden weiterhin Winter haben, weil wir ja jetzt gerade aktuell Winter haben. Heißt also, ist kein Wasser drin. Ich hätte es gedacht, das wäre wegen irgendeinem Pokémon oder so. Und dann sieht man halt, wie ich Schwarz 2 gespielt habe. Gar nicht. Ja. So, aber ich werde jetzt nicht definitiv den Weg nochmal so zurückgehen. In der alten Kanalisation und alles.
Heißt also, die anderen Wege kann ich wirklich nur bestreiten, wenn mal wieder Sommer ist. Sagt er noch was anderes? Je nach Jahreszeit kann es sein, dass aufgrund der Gezeiten keinen Zugang zu den Stratos-Kanalisationen hast. Ja, also nicht überall. Ich habe schon gedacht, das wäre irgendwie was Spezielles. Oh mein Gott. So, erstmal ins Pokémon Center, sieht die Mantur wieder auf die Box. Und, unser Flug-Pokémon holen wir wieder. Habe ich jetzt leider vergessen, warum auch immer. Idiot. So, erstmal. So. Natürlich Navitaub. Wie Navitaub kannst du nur sein? So, du kommst natürlich nicht in die Teambox, sondern bist das erste. Nein! Bewegen. Wie auf A drücken. So, auf A. Das heißt, du kommst im Frühling und im Sommer gar nicht runter. Außer du hast einen anderen Zugang. Nee. Der Zugang ist der gleiche. Nur im Frühling und im Sommer ist da, wo ich jetzt runterlaufen konnte, Wasser. Und du hast ja auch diese Bretter da bemerkt, die da mir den Weg blockiert haben oder die halt vor den Gittern waren. Das sind diese Brücken, die dann halt schwimmen, wenn sie im Wasser sind. Das soll's praktisch sein. Ne? So, jetzt muss ich nochmal gucken. Habe ich überhaupt Fliegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich habe Flieger. So. Okay. Erst wenn mein Starter sich entwickelt hat, wird das restliche Team entwickelt, sage ich schon, trainiert. So, das heißt, dann wollen wir mal wieder zurückfliegen nach Maera City. So. Schöne Animation des Fliegens, ne? Zack, da sind wir wieder. Dann gehe ich hier direkt erstmal nochmal heilen. Keine Zeit. Eine halbe Stunde können wir auch noch machen, dann haben wir 2 Stunden durch und dann passt das. Muss ja jetzt nicht nur auf dieses Ereignis da bleiben und auf dem Schiff von Team Plasma, dem neuen Team Plasma. Ne? Ja, nee, ich will nicht nochmal, nein. Dankeschön trotzdem. Toll. So. Geheilt haben wir. Ist jetzt der eigentlich freigegeben? Wir haben angefangen, eine Abkürzung zum Wendelberg zu graben. Doch das wird eine Weile dauern. Oh Gott. Okay, dann nicht. So. Dann müssen wir auf Route 6. Und haben schon die ersten Pokémon. Wie zum Beispiel dieses Schnuffeln. Ja, ist im Übrigen Käfer-Pokémon, deswegen eher unbrauchbar für Zwartrowin. So. Schnell die nerven können, ne? Ein Sesokids im Winterstyle. Ja, ziemlich grau. Grau in grau. Sesokids. So. Alter. Und dann hier noch ein Polikon. Eine Folikon. Ja, war aber Aquavelle. Fangen wir das Ding, das haben wir noch nicht. Das haut eher mein Zotrovin weg, als ich, dass ich es dann noch fangen werde, ne? Gut, dann machen wir Vergeltung. Ich glaube, das zieht noch weh. Okay. Vergelt. Kommst du mir noch einmal mit Schutzschild? Ich verpiss mich. Fadenschutz akzeptiere ich. Sinkt nur die Genauigkeit, aber die Initiative war aber scheißegal. Genauigkeit war was anderes. Oh, zieht genauso wenig ab. Kommt dann. Geh weg. Komm im Vulcano wieder. So. Die ewige Trainerin, die immer kämpfen will, wenn wir auf der Route sind. Der beste Weg, seine Pokémon stärker zu machen, ist, sie zu trainieren. So sieht's nämlich aus. Hier hoffentlich gehen, genau. So. Ah. Stimmt, Premier League hat ja auch angefangen, ne? Schalke dreht Pokalspiel im Braunschweig. So, dann machen wir mal Aquavelle. Picochilla. Ne? Gegen diese Trainerin haben wir, glaube ich, beim letzten Mal zwei, dreimal gekämpft. Ne? Weil sie immer wieder, wenn wir die Route neu betreten haben, immer wieder auf die Route wollte.
So, Navitaub kommt jetzt erstmal. Nachdem Navitaub jetzt hier nicht mit machen konnte, was den alten Tempel anging. Moment, jetzt auch unser Schwächstes, ne? Auch nicht geradewegs mit den tollen Attacken. Frage nur so, Navitaub, wann Flügelschlag? Könnte zu einem Habitat-Gag werden. Das wäre auch nicht so toll. Im Moment Fliegen und halt Windschnitt, so die richtig guten Attacken, was Flug angeht. Flügelschlag wäre natürlich noch besser. Ja. So. Bam. Und die will immer kämpfen, wenn wir immer wieder auf die Route kommen. Ja, so. Jetzt gehen wir aber auch die Route jetzt auch wirklich durch. Wir sind ja nur bis hierhin ja mal gegangen, um unser Pokémon zu trainieren. Es regnet, die Erde wird nass. Die Pokémon kämpfen nur so zum Spaß. Oh. Schirmdame Astrid. Formio, okay. Müsstest du eigentlich so zu einem Eisklumpen werden, weil jetzt Schnee. Ja? Verwandelt er sich? Nee. Müsste regnen, ne? Pulverschnee. Guck mal, passt ja schon. Aber ist nicht sehr effektiv, würde ich sagen. Weil Wasser-Pokémon. Sind Eisattacken jetzt auch nicht geradewegs so der Burner. Aber weil Formio Normal-Pokémon ist, Formio, reicht halt eine Kampfattacke. Nächste. Oh, zwei Items. Nice. Ich habe als Hausaufgabe aufbekommen, die EP-Punkte, die EPs der Pokémon zu studieren. Ja, deine kriegen nichts, meine ja. Schulkind Lolita. La Isla Bonita. Ich habe Bund. Oh Gott, sehr so Kids. Ah, da wechsle ich direkt mal auf Navitaub. Damit Navitaub überhaupt mal was bekommt. An XP. Es ist, wie gesagt, unser Schwächstes im Moment im Team. Kavum. Aber direkt Windschnitt. Oh. Kann im Übrigen auch nochmal sagen, wie die Zeiten nämlich so sind. Denn auch die Uhrzeit oder die Tageszeit, also es gibt ja im Spiel hier die Uhrzeit, das seht ihr. Das ist ja die Live-Uhrzeit, wann ich, ne, und wie. Und, es ist ja so auch aufgeteilt, es ist genauso wie halt auch im Realen. Also zum Beispiel im Winter ist es so, von morgens ist zum Beispiel von 7 bis 11. Mittag ist von 11 bis 16 Uhr. Nachmittag von 16 bis 19 Uhr. Abend von 19 bis 23 bis 0 Uhr. Und nachts ist von 0 Uhr bis 6 Uhr. Während es im Herbst von 5 bis 10 morgens ist. Von 10 bis 17 Uhr Mittag. Nachmittag von 17 bis 20 Uhr, abends von 20 bis 0 Uhr und Nacht von 0 Uhr bis 5 Uhr. Im Sommer ist morgens von 4 bis 9, Mittag von 9 bis 19 Uhr, Nachmittag von 19 Uhr bis 21 Uhr und Abend von 21 Uhr bis 3, bis, 2, bis Mitternacht, eigentlich mal eine Minute davor, und Nacht von 0 bis 3 Uhr. Und im Frühling ist morgens, ich habe es hier nämlich mit PokeWiki offen, ist nämlich morgens von 5 bis 10, mittags von 10 bis 17 Uhr, nachmittags von 17 bis 9 bis 20 Uhr, abends von 20 bis 0 Uhr und nachts von 0 bis 5 Uhr. Also das ist dann da halt so aufgeteilt, es ist ja auch so, ne, mit der Uhrzeit hängt es ja auch davon ab, welche Pokémon wann kommen. Ne? Dass da welche eher nachtaktiv sind und so, und das sieht man ja halt auch im Spiel und so weiter. Was ich ja auch ziemlich cool finde. Ne? Hätte man ja auch in Karmesin und Purpur so wieder machen können, aber da ist es ja so, dass da, glaube ich, irgendwie alle 20, 30 Minuten immer der Tag wechselt. Beziehungsweise ist es ja genauso auch in Legenden ja so gemacht worden. Ach, guck mal, das ist kein Item, das ist ein Pokémon. Ein Tarmpignon. Es wäre schlau gewesen, wenn du Shiny wärst. Kann gegen dich nicht kämpfen. Oh, mal Vulcano. Deswegen finde ich das halt auch ziemlich cool. Ja, deswegen, wir haben jetzt im Spiel Winter, das heißt, wir haben es jetzt abends, das heißt, noch in einer Dreiviertelstunde ist es dann nachts im Spiel. Ja. In Gen 2 können wir uns ja dran erinnern, gab es ja Tag und Nacht einfach nur. Er war von 6 bis, keine Ahnung, 6 bis 8 war Tag und der Rest dann halt Nacht. Ne? So. Ach, guck mal.
Ah, Wadi, hast du kurz Zeit für mich? Hä? Ich habe nicht mal Ja gesagt, aber trotzdem nimmst du mich... Oh. Es hat sich nicht groß herumgesprochen, aber in der Nähe von Teresa ist etwas passiert, was mein Interesse geweckt hat. Es ist zwar nur ein Augenblick, nur für einen Augenblick, aber es wurde eine Temperatur von minus 50 Grad gemessen. Und das ist noch nicht alles. Die gleiche Temperatur wurde auch in Stratos City und Maera City gemessen. Und vor kurzem gab es noch diesen Vorfall mit Team Plasma. Ich habe das Gefühl, dass es böse endet, wenn ich dieser Sache nicht nachgehe. Aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Ich auch nicht. Tessera, nicht Teresa. Ich habe Teresa gelesen. Tessera. Ich gebe die VM Surfer. Juhu! Dotrorin lernt heute nur neue Attacken. Tut mir leid, dass ich aufgehalten habe. Es kann sein, etwas Merkwürdiges. Sei vorsichtig auf deiner Reise. Woher sind alle Seso-Kids? So, jetzt erstmal hier Attacken beibringen hier. Ich muss mal kurz was machen. Moment. Nein. Nummer. So. Dankeschön. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht einsetzen. So, das heißt, wir haben jetzt die Standard. Ja, Blitz fehlt noch. So, nur Zwartrowin kann es lernen. Was mache ich weg? 95, 75, 50, 60. Ja, Wasser sollen weg. Tut mir leid. Aber Surfer ist stärker und ich will die Kampfattacke noch nicht wegmachen. Röhr. Das ist, glaube ich, Frühling. Nee. Ich glaube, Orange ist Herbst. Oh, ich weiß es gar nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Genau. Das Rosane ist Frühling. Das Grüne ist Sommer. Das Orangene ist Herbst. Und das Braune halt hier... Ah, scheiße, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Das Braune hier vorne, das ist im Winter. Hallo? In diesem Forschungslabor kann man alle vier Formen des Seso-Kids gleichzeitig sehen. Wir sind so was wie die Koryphäen auf dem Gebiet der Seso-Kids-Forschung. Wie wär's? Möchtest du nicht eins unserer seltenen Seso-Kids trainieren? Nein. Team ist voll. Na sowas, deine Pokémon haben keine Attacken oder Fähigkeiten, die das Wetter ändern können. Wenn du Pokémon mit solchen Attacken oder Fähigkeiten mitbringst, kommst du im Genuss meiner Spezialität, der Pokémon-Wettervorhersage. Es gibt auch bei mir die Wettervorhersage, immer nach dem News bei Update. Wir kontrollieren mit der Maschine dort Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Okay. Oh, ich renne zu schnell. Willkommen im Jahreszeitenforschungsinstitut. Hinter Panero City liegt der Wendelberg. Auf je nach Panaero City. Panero City. In der Jahreszeit Schnee liegt. Okay. Es gibt Pokémon, die sich je nach Jahreszeiten ihr Aussehen verändern. Ob in diesem Fall würden wir eine Entwicklung sprechen. Und dann Update-Wetter. Das ist ja nur die Arbeit. Dann so? Ja, Winter. Ja, ich hab nur drauf gewartet, lieber Herr Forscher. Als Wissenschaftler gehört es zu meinen Aufgaben, zu überprüfen, ob sich meine Theorien in der Praxis bewahren. Im Übrigen, die Weiterentwicklung von Seso-Kids, Kronio-Wild, hat im Übrigen auch vier Formen. Ne? Also... Das ist halt auch da. So. So. Da haben wir wieder Seso-Kids. Toll, darf ich wieder wechseln. Ja. So, dann können wir jetzt Windschnitt. Ich muss mir gerade hier noch so ein paar Sachen angucken, weil lustigerweise gibt es auch ein paar Ereignisse, die nämlich in Schwarz und Weiß 2 passieren. Bei jeder Jahreszeit ist es ja so, dass das Finstrio einmal pro Monat gegen den Spieler in Nevaio City kämpft. Gegen N kann man im Übrigen auch kämpfen, der ja dann in seinem Schloss einmal pro Jahreszeit sein wird. Im Frühling gibt es auch Sachen, da müsste ich aber euch das besser erklären und so. Im Herbst gibt es im Übrigen gar keine Sachen. Das finde ich halt auch ein bisschen schade im Spiel, ne? Und, hat es bewahrt, wenn es einmal klappt? Okay, was mit dir? H2O-Absorber und Trockenheit. Pokémon mit diesen Fähigkeiten lieben Attacken vom Typ Wasser und Regen.
Mit solchen Pokémon-Fähigkeiten kennt sich der Arenaleiter von Aventura City total gut aus. Ach, du kennst ihn. Da kannst du ihn ja mit dem Visocaster anrufen und ihn fragen. Okay. Mein Visocaster? Kann ich nicht anrufen. Ruf mal Mama an. Du hörst dich aber gut gelaunt an, wie im Hintergrund bei meinem Charakter es einfach mal schneit. Was kann ich für dich tun? Route 6. Warst du schon im Jahreszeitenforschungsinstitut auf Route 6? War da nicht auch irgendwo eine Höhle? Ach ja, und eine Überraschung wartet dort womöglich noch auf dich. Okay, ruf Mama. Rufen wir mal den Professor an. Also die Professorin. Hallo. Was kann ich für dich tun? Einfach mal plaudern. Ich bin mir sicher, dass es auf der Welt noch Pokémon gibt, die noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Ich meine, stell dir das doch mal vor. Ist das nicht aufregend? So, lassen wir uns mal den Pokédex mal checken. Sieh an. Du hast also 90 Pokémon in der Einalregion entdeckt. Die Seiten deines Pokédex sind ja schon sehr betrachtlich gefüllt. Wenn du darin blätterst, weckt das sicher viele schöne Erinnerungen. Apropos... Wir haben ja noch nicht den Pokédex-Eintrag von Zorak gelesen, ne? Wo haben wir denn das Vieh? Na, wo bist du? Da haben wir es. 152. Zorak, ein Polymorph-Fuchs-Pokémon, Typ Unlicht. 1,60 Meter groß, 81,1 Kilo schwer. Es heißt, Zorak verbanne jeden, der es zu fangen versucht, zur Strafe in einer Welt der Illusionen. Ach, die von der AfD folgten. ein Mondstein. Tja, wenn ich einen Nidoran hätte. Dann würde mal den Bambam ins Team nehmen. Ja. Ich werde die Beziehung zwischen Trainer und Pokémon ergründen. Nicht erforschen? Hä? Nein. Malis. Ein Schnuthelm. Was ist nochmal für ein Typ? Ich glaube Käfer, ne? Sowas. Gucken wir mal. Oh, erstmal X-Spezial wird eingesetzt. Mal normal effektiv. Okay. So. Und Level 36. Dankeschön. Zugabe? Bitte was? Laukarps, ich wechsle. So, ab jetzt ist Navitaub-Training angesagt. Aber es passiert gleich noch was, Freunde. Ich kann gleich wieder den Pokédex aufmachen. Ah. Laukarps. So, einmal Windschnitt bitte. Zum Mitnehmen, ganz weit wegfliegen. So. Boom. Ja. Wir haben viele Befehle. Und mein Starter entwickelt sich endlich. Ja, A. Ich sollte jetzt nicht B drücken. Glückwunsch, dein Zwotrivorin wurde zu einem Admurai. Ja, Blitze. Natürlich beibringen. Tschüss, Vergeltung. So. Wenn du jetzt B gehört, da hätte ich mich geschämt, ohne Witz. Da hätte ich mich... Moment, hätte ich mich nicht ganz geschämt. Soll ich sagen, warum? Weil ich noch einen Sonderbonbon hätte. So, ich speichere mal zur Sicherheit, bevor ich Scheiße baue. Ne? So, damit ist mein Starter zumindest voll entwickelt, aber wir haben noch mindestens zwei Pokémon, die sich noch entwickeln. Eins davon brauche ich einen Stein und das andere halt Training. So, erstmal hier gespeichert, wir werden noch lange nicht Schluss machen. Ein bisschen noch. Ein kleines bisschen noch. So, erstmal tauschen wir. Damit ist Admurai jetzt wirklich mein stärkstes im Team. Und... Pokédex-Eintrag.
Kakamurai, das Würde-Pokémon vom Typ Wasser. 1,50 Meter groß, 94,6 Kilo schwer. Ehe man sich's versieht, hat es schon das Langschwert aus seinem Vorderbein gezogen und seinen Gegner besiegt. Killer. Killer. So. Für mich ist ein Kampf eine Möglichkeit, etwas zu lernen. Das ist schön. Was denn zum Beispiel? Oh, ein Schulkind. Paulino. Paulino! Oh. Fußpilz. Pilzbuch. Ein Tarnpignon. Ganz einfache Arbeit für Navitaub. Also. Freue ich mich. Oder auch nicht. Abwarten. Ja. Einfach abwarten. Im Übrigen habe ich jetzt mein Atmurai halt so weit trainiert, weil ich es in den letzten Sessions ziemlich vernachlässigt habe. Und ja, auch mit gut Glück ja den Orden ja geschafft habe. Muss man wirklich so sagen, mit gut Glück. War ja unterleveled as fuck. Ja, hab es trotzdem geschafft. Mit einer guten Strategie und auch noch mit viel Geduld. Ich die mal hier überhaupt haben werde. Oh, Furienschlag. Jetzt mal zweimal. Viermal, okay. Ich weiß, für die ganz wenig KP hätte auch ein Windstoß gereicht. Nö. Nö. Wenn dann knallt's. Fliegen. So. Verlieren. Und zack. Aufgeladen. So. Ja, analysier das mal. Oh. Welches Pokémon kommt? Ein Foligon. Foligonin, Foligona, Foligon. So, Mama Maruckzuck gibt, dich habe ich noch. Schutzschild, Scheiße. Will es überhaupt eigentlich einen Windstoß über? Ich glaube, jetzt nicht mehr, oder? Bei 5 Level Abstand? Nein. Es hätte ja sein können. Aber Level 32 ist nicht weit weg. Oh, ein Tarnpignon. Also, man muss sich nicht wundern, dass auf einmal da so 2 oder 3 Pokebälle auf einmal liegen, ne? Dafür wurde Tarnpignon jetzt erfunden. Ja. Das ist ja genauso, das haben sie ja auch bei X und Y ja so gemacht. Ja, bis auf einer speziellen Route hast du auch so ein paar Pokebälle mehr liegen, aber das sind auch unter anderem halt Tarnpignons. Ja. Finde ich cool. So. 119 XP. Ja, hat nicht gereicht. Das ist aber ein Item. Ein Hyperball. Ich glaube, den dritten, den ich heute schon gesammelt habe, ne? Das ist ein Tarnpignon. So. Level 29. Ja, es ist halt. Ne? Wollen wir direkt fliegen? Dauert es halt nicht so 2-3 Ründchen, sondern direkt 2 Runden, 1 Runde. Sporenwirt! Oh! Oh oh. Ja, da heilt nur die KP, aber nicht die, die Statusveränderung. Oh oh. Oh oh. Da haben wir natürlich Hyperheiler. 50 Stück habe ich ja direkt mal gekauft. So. Trainerin. Das war doch, das ist eine Trainerin. Ich plansche mit meinem Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Nein. Conchita! Hallo, Frau Wurst. Wie es hingeht? Oh, Frau Mio. Herr Wurst? Madame Wurst? Nam Nam Nam? Nein. Das kommt falsch rüber. Ich sollte es lieber lassen. Was war das? Oh nein! Nein! Meine Damen und Herren, Vogel am Stiel. Habe ich eine Top-Genesung dabei? Oh, ich hatte ein Elixier dabei. Super!
War Phragia-Beere? Nein, das war Verbrennung. Persif-Beere? Vergiftung. Paralyse. Nichts davon. Ja, Hyperheiler. Bam, bam. Alter! Direkt beim ersten Mal. Wehe schon wieder. Ah, ne, das war Aquaknall. Alter! Okay, direkt fliegen. Direkt fliegen. Direkt fliegen. Glut. Es ist keine Eisattacke, es ist keine Wasserattacke, es ist keine Feuerattacke. Was ist denn? Oh, oh. Oh nein, na, das war der Rest. Das war der Rest. Nein, war es nicht. Sehr gut. Ruckzuckieb, schnell. Oh. Das Level 32 verdient. 1105 XP. Welches Level war das Ding eigentlich? Ich habe gar nicht drauf geguckt. Luftschnitt. Luftschnitt zieht wie viel ab? 75. Tschüss, Windschnitt. Hallo, Luftschnitt. Ich hätte Windstoß wegmachen können, aber nein. Oh mein Gott. 27, 28. Und da hat Navitau Probleme? Ja gut, es hat eine Eisattacke gegeben. Okay. Dritte Entwicklung heute schon, Freunde. Ein Fuzzersnob. Ein Fuzzersnob. Ich fuzzers nicht. Wieder eine Pokédex reingucken. Erstmal kriegt's einen Hypertrank. Verdient. Ja. Fukano, jetzt muss ich nur noch einen Feuerstein finden für dich und du musst gute Attacken dann irgendwann mal beherrschen. Dann entwickle ich dich noch. Ist ja Gott sei Dank auch ziemlich weit vorne. Nicht genau hier, Nummer 16. Fuzzersnob, ein Stolz-Pokémon vom Typ Normalflug, 1,20 Meter groß, 29 Kilo schwer. Männchen schrecken Gegner ab, indem sie ihren Kopfschmuck schütteln. Weibchen verfügen über bessere Flugfertigkeiten. Ein Snob, also Lindner. Nee, so ein Snob nur auch nicht. Nee, nicht so ein Snob, nein. Das, nein. Oba! What the hell? Da! Kuba! Das war ein Kobalium! Rubius, dieses Pokémon eben, das war doch... Das war das legendäre Pokémon Kobalium. Ich habe dir doch neulich davon erzählt. Na, Kobalium, was ein würdevolles Auftreten. Kobalium, Viridium und Terrakium klingen wie Medikamente. Man erzählt sich, dass sich diese drei Pokémon gegen die Menschen gestellt hätten, um ihre Freunde vor einem Krieg zu schützen, den die Menschheit angezettelt habe. Denn sie wussten, dass Pokémon nicht in Frieden leben können, solange Menschen sich bekriegen. Ihnen war klar, dass die Taten der Menschen viele Leben kosten würden. Und erstmal kommt der Catchy rein. Mit einem Radius Magnificus. Dankeschön, Catchy. Einen wunderschönen guten Abend. Dann wird es nicht da, ne? Muss ich alles selbst machen. Ja, hier. So. Dann guck mal. Ein Follow hinterlassen, wenn ihr Bock habt. Lieben Catchy. Wie geht's dir? Was gab's Feines? Ich hab mal in eins deiner VODs reingeguckt. Du spielst Minecraft, hab ich gesehen. War wieder Minecraft dran oder was anderes? So, aber warum zeigt es sich nun dem Menschen? Patrouilliert es zum Schutz der Pokémon der Einallregion, weil vor 2 Jahren eine Gefahr von Team Plasma ausging? Minecraft, wie immer. So, okay. Oder ahnt es ein neues Unheil, das uns bevorsteht? Wie schrecklich. Verbreitet Jesus auch heute noch seine bösen Ansichten? Ja, Jesus Christ Pokémonster. Hat er andere gefunden, die er manipulieren kann? Ist es Zufall, dass Kobalium vor dir erschienen ist? Oder war es ein Appell an dich, das Unheil abzuwenden? Anders als N, der versteht, was in Pokémon vorgeht, kann ich nur raten, was seine Absicht war. Aber wenn du es schaffen solltest, dass Kobalium sich dir anschließt, wäre es dir in Zukunft sicher eine große Hilfe. Jetzt soll ich nach Kobalium fahren, was... Seid ihr bescheuert? Was sagt denn der alte Mann? Nicht nur für Menschen und Pokémon gilt. Vertrauen und Anerkennung sind der einzige Weg zur Harmonie und Frieden. Okay.
Hallo? Die Elektrolythöhle ist toll. Das Kastador, dem ich dort begegnet bin, ist so niedlich. So niedlich! Hey, du, das ist für dich. Eine Klatsche. Ein Leuchtstein. Ja, ein Feuerstein wäre besser. Ja? Ich habe meinem Pico-Chiller neulich einen Leuchtstein gegeben. Dann entwickelte es sich plötzlich und wurde zu einem ganz anderen Pokémon. Ja, weiß ich. Hast du gegeben, dann Pokémon entwickelt. Dein Pokémon-Team sieht schlapp aus. Du solltest ihm ein wenig Ruhe gönnen, sonst wird die Reise zu anstrengend. Klatsche kannst du auch haben. Ja. Ich sollte bald zum Turm des Himmels auf Route 7 gehen. Ich will unbedingt die Glocke läuten. Das freut meinem kleinen mein kleines Wurmball. Sehe ich nicht mal das Pokémon hier, aber egal. So. Das ist also hier die Elektrolythöhle. Ja, falls ihr euch auch noch so erinnern könnt. Oh. Ja. Ja. Ich zeige dir die Kraft der Natur. Eine Flasche Krombacher? Ach nee, das war eine Perle der Natur. Ha, ha. Haben wir hier? Ein Rollum. Nicht Gollum, sondern Rollum. So, Luftschnitt. Bessere Version von Windschnitt. Das direkt weghaut. Guckt euch Fasanob an. Fasasnob. Tampignon. Du kleines Tampignon. So, dann machen wir nochmal Luftschnitt. Kawumski. Beckinski. Beckinski. So, da hilft nur noch der Urschrei. Plasma! Hier, damit kannst du deine Pokémon heilen. Oh, eine Pirsifbeere. Jetzt gedacht, ich kriege jetzt ein ganzes Pokémon-Center. Solange ich genügend Natur um mich habe, fühle ich mich topfit. Vielen Dank, Mutter Natur. Du bist die Beste. Kann ich eigentlich schon... Ich wollte doch nur gucken, ob ich surfen kann. Und dann kommen auf einmal ein Folikon und ein Laukarps. Gut. Oh, Atmurai ist noch vorn. Nee. Wait a minute. Seht ihr den? Chat. Mein Atmurai ist draußen, steht. Was soll Zorak tun? Mir gar nicht aufgefallen. Wait a minute. Nein, hallo? Ah, ein ganzes Pokémon Center ist auf jeden Fall. Das ist das mehr. Mein Nachthieb. Mein Zorak hat sich in ein Atmurai verwandelt. Warum? Guck mal, niemand Level 32 für... So, kann ich jetzt surfen? Ja, danke. Oh. Was ein Pokémon? Merl. Ach, ein schönes Merl, gell? So, machen wir mal einen Windstoß. Ich weiß nicht, ob du das überleben wirst, Merl, aber... Nein. Auch noch ein Volltreffer. Ja, Level 33 wird trotzdem nichts. Kann ich trotzdem das? Nee. TM56 Schleuder. Okay. So. Erstmal Atmurai und bam aufs Pokémon drauf. Danke. Oh, ein Barschuft. Ein dreckiger Barschuft. So, das kriegt natürlich Fasasnob hin. Einmal Luftschnitt. Zermürben. Oha. Du wirst doch nicht einen Vogel zermürben. Nee, wollte keine... ja, das wollte ich. Ach, ich habe schon Hyperbälle, ne? Ich denke so, hä, Hyperbälle? 18 Stück, wahrscheinlich alle 18 gesammelt. Okay.
nochmal, glaube ich, gefangen. Okay, ich versuche nochmal einen Windstoß. Oder ich mach's anders. Schon Volltreffer. Ja gut, Level 33. Ja, das ist der Level 33, ja. So. Ananero-Höhle. Okay, raus. Oh, Blitz. Nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Ich würde auch gerne mal gucken, was wäre Pananero-Höhle? Moment. Da war es Panero-Höhle. Panaero-Höhle. Zahl der Trainer 4. Ich will mal kurz gucken. Och ja, das wäre ein Trainer, die ich geschafft hätte. Die Höhle sieht ein bisschen anders aus, ne? Bin dann da so für Pokémon gewesen. Ah, okay. Ich bräuchte Blitz. Das Problem. Und da kommt Wasser-Pokémon. Merrill wahrscheinlich. Nein, schon wieder ein Barschuft. Neue Chance, es zu fangen. Ja. Ich gewöhne mich echt nicht dran. Ja. Ah, schön heilen. Heile, heile, Bubu, zermürben. Gehen gleich mal wieder zu dieser netten Dame. So, ich schmeiß jetzt einen Hyperball. Barschuft, da gehst du jetzt rein und da bleibst du drin. Okay, dann nicht. Dann fange ich dich gar nicht. Ja, bis schreckt wahrscheinlich erstmal zurück. Ne, tut's auch nicht. So, Windstoß. Tschüss. So. Und tschüss, Kowski. Man sieht's nicht, es sind 58, nicht 50. So. Zack. Hier wieder rein. Bisschen Schnee liegt halt immer noch hier so schön in der Region. Das finde ich halt auch cool. Das ist halt nicht komplett zugeschneit oder sowas, sondern liegt einfach nur so ein bisschen Schnee. Aber ich würde es halt auch begrüßen, wenn es mal eine Pokémon-Edition wieder geben würde, wo halt auch wirklich Jahreszeitenwechsel stattfinden würde. Das würde ich wirklich begrüßen. Aber, weil es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um, sagen wir mal, einen Cut hier zu machen, würde ich diesen Cut auch jetzt machen. Und zwar nämlich würde ich jetzt, dann hier mal für heute Schluss machen. Falsche Szene. Richtige Szene. So. Gespeichert habe ich. Für den Fall nicht. Lass ich's. So. Ich guck nochmal nach. Manchmal bin ich mir da nie so sicher. Ich habe jetzt einfach. Aber trotzdem. Ne? Will nochmal gucken. Sicher ist sicher. Pokémon Sims mit den Jahreszeiten-Add-on. Ja. Genau so. Nee, ich denke mal nicht. Weil sollte es wirklich ein Remake von Schwarz und Weiß geben, was ja auch viele sich irgendwie erhoffen, Elektrolithöhle, das reicht mir. Das reicht mir als ein Ja. Das ist sehr schön. Aber war dies ein Klugscheißer, sagt sich, komm, speichern. Zack. Ja. 5 Orden, 92 Pokémon im Pokédex und 17 Stunden 48 Minuten gespielt. Das ist schon mal was. Das finde ich auch sehr gut. Das finde ich auch sehr schön. Und beim nächsten Mal rechnet mal damit, dass ich das wahrscheinlich am aber stramm. Ja. Beten ja viele, viele Fans drum, ne? Also daher, das ist jetzt ja also viele rechnen ja damit, nächstes Jahr wird jetzt ein Remake wiederkommen. Nachdem ja jetzt mit Karmesin und Purpur was eine neue Generation gekommen ist. Also ich rechne halt auch wirklich damit, dass das eventuell nächstes Jahr ein Remake kommt. Und wenn, dann ist Schwarz und Weiß dran. Definitiv. Würde ich auch sehr, sehr begrüßen. Oh, Sandhausen hat im Elfmeterschießen gegen Hannover 96 4:2 gewonnen. Nicht schlecht. Saarbrücken hat gegen Karlsruhe gewonnen. Okay. Gladbach hat gegen den TuS Bersenbrück 7:0 gewonnen. Ja, und Schalke halt 3-1. Ja, morgen gibt es ja noch Spiele. Ja, wird sehr interessant sein. Ja, meine Lieben. That was it for today on this channel. Sonntag geht's weiter.
Und dann gibt's Update Sport und Yoshi's Island mal wieder. Ich werde mal halt einfach mich mal dran setzen, um noch eine eigene Szene für Yoshi's Island zu basteln. Das spielen wir ja auf dem GBA. Das werden wir ja dann am Sonntag fortsetzen, weil ich da so Bock drauf habe. Und Pokémon werde ich, wie gesagt, nächste Woche streame ich ja wieder am Samstag. Werde ich wahrscheinlich am Samstag dann den ganzen Abend machen, sprich Pokémon Schwarz den ganzen Abend hin. 3-4 Stunden. Das wäre halt auch so eine coole Idee. Ich guck mal gerade mal einfach mal hin, wo wir hinraiden könnten. Ich hätte da schon jemanden gefunden, den lieben Nice at Home, der da auch gerade einfach nur stumpf am Labern ist, was ich auch sehr, sehr toll finde. Deswegen raiden wir da mal hin. Für euch heißt es jetzt erstmal, für mich heißt es jetzt erstmal gute Nacht. Wünsche euch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. News gibt's auf derchotv.de. Ja, Update spätestens. Ich laber zu wenig. Ja, es ist von Streamer zu Streamer halt immer anders. Ne? Viele labern zu viel, wo man sich so denkt, halt die Fresse. Andere wiederum labern zu wenig, wo man denkt, laber mehr. Und bei anderen ist es halt so, passt genau. Ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig und so weiter. Naja. Nun gut, dann wünsche ich euch noch was. Haut's rein. So, Nice at Home. Ich schreiben würde, ist so richtig. Sieht auch richtig aus, also passt das. Ja, da raid ich jetzt rüber. Wünsche euch einen schönen Abend. Haut's rein. Tschüss, bis Sonntag oder bis nächste Woche. Sonst wünsche ich euch jetzt einfach ein schönes Wochenende. Und immer schön Navi-taub sein. Was auch immer. Tschüss.